meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur 7. Vortragsveranstaltung im Rahmen der Reihe 1989. Keine eine Zäsur, es lässt sich relativ schwer vortragen, leichter drucken. Ich freue mich, dass Sie zahlreich erschienen sind. Wir haben heute auch noch ein sicherlich noch nicht ganz so großes Publikum außerhalb dieser Räumlichkeiten, weil wir heute zum ersten Mal einen Live-Video-Stream übertragen und damit mal experimentieren wollen, ob wir damit die Reichweite unserer Veranstaltungen vergrößern können. Das heißt, wenn Sie sich zu Wort melden, vielleicht sind Sie unter Umständen dann auch im Fernsehen, in Anführungszeichen, sprich bei YouTube und bei Facebook. Es wird natürlich auch wie bisher als Audio-Podcast dokumentiert. Das heißt, Wortmeldungen müssen immer ins Mikrofon gesprochen werden, weil man sonst eben immer nur ein Grundrauschen hört im Mitschnitt. Meine Aufgabe ist es im Wesentlichen, Sie zu begrüßen und hier für Ruhe im Saal zu sorgen und die Moderatorin des heutigen Abends vorzustellen, die dann die Aufgabe hat, den Referenten Ihnen nahezubringen. Julia Reuschenbach hat nicht weniger als Rechts- und Politikwissenschaft, Soziologie an der Uni Bonn und dann noch Geschichte, neueste Geschichte an der FU Berlin studiert. Sie war von 2015 bis 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichtswissenschaft, dort für Didaktik, in der Abteilung für Didaktik der Geschichte, sowie am Institut für politische Wissenschaften und Soziologie tätig an der Universität Bonn. Und dort hat sie gemeinsam mit Professor Tilman Meyer den Studiengang politisch-historische Studien aufgebaut. Sie ist Sprecherin des Arbeitskreises Politik und Geschichte in der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft und verstärkt seit August diesen Jahres das Team der Gedenkstätte Berliner Mauer, wo sie für den Standort Eastside Gallery zuständig ist. Und die Arbeitsschwerpunkte liegen genau in dem Themenfeld Geschichtspolitik, Erinnerungskultur, politisch-historische Bildung, deutsche Zeitgeschichte nach 1945, und somit haben wir eine hochkompetente Moderatorin, die unseren nicht weniger kompetenten Referenten jetzt mal kurz vorstellen wird, bevor wir dann den Vortrag hören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Ja, auf die erste Vorstellung folgt sogleich die zweite. Ich darf Ihnen, darf Sie auch herzlich willkommen heißen heute Abend hier in der Bundesstiftung Aufarbeitung und darf Ihnen unseren heutigen Referenten vorstellen, hier vorne zu meiner Linken, Herrn Dr. Jan Behrens, der Ihnen heute einen Vortrag präsentieren wird zum Thema Der stille Putsch, Konturen der russischen Gegenrevolution seit den 1990er Jahren. Bevor er das tut, nutze ich die Gelegenheit, Ihnen zwei, drei Sätze über Herrn Behrens zu verraten, der momentan und schon seit 2011 als Projektleiter am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam tätig ist, aktuell in einem interdisziplinären Forschungsprojekt zum Thema Legacies of Communism, in dem Partner aus 6 Staaten gemeinsam interdisziplinär zusammenarbeiten. Vorher hat er auch schon eine ganze Menge gemacht, deswegen präsentiere ich Ihnen nur eine ganz kleine Auswahl. Unter anderem war er viele Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung des WZB hier in der Stadt. Er ist schon viele Jahre Lehrbeauftragter für neueste und osteuropäische Geschichte sowohl an der FU als auch an der HU Berlin. Und er hat auch irgendwann mal promoviert, das haben Sie eben schon gehört, ist auch schon ein Moment her, und zwar mit einer Arbeit zum Thema Die erfundene Freundschaft, Propaganda für die Sowjetunion in Polen und der DDR von 1944 bis 1957 im Jahr 2005 an der Universität Potsdam. Wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag zu einem historisch wie aktuell interessanten Thema. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie natürlich die Gelegenheit, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen. Bereiten Sie sich also darauf schon mal vor, dass Sie sich hier aktiv einbringen dürfen. Und dann freuen wir uns jetzt zunächst mal auf Ihren Vortrag, Herr Behrens. Ja, vielen herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, freut mich besonders, hier in der Stiftung Aufarbeitung zu Ihnen über die Frage zu sprechen, was eigentlich in der Sowjetunion im Epochenjahr, in dem Zäsurjahr 1989 geschah.
Trotz aller Kontroversen, so denke ich, die es in diesem Jubiläumsjahr gegeben hat, bleiben die friedlichen Revolutionen eine außerordentliche Zäsur in der jüngeren europäischen Geschichte. Sie beendeten nämlich nicht nur 4 Jahrzehnte kommunistischer Diktatur in Ostmitteleuropa und Ostdeutschland. Sie bedeuteten zugleich das Ende der Ordnung von Jalta und Helsinki und damit die Wiederherstellung souveräner Nationalstaaten im Osten Europas. Erstmals seit 1939 griff auch in diesem Teil des Kontinents wieder das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Dass dieser Umbruch auch noch größtenteils gewaltfrei geschah, ist in der Rückschau mindestens ebenso verwunderlich, wie es seinerzeit schon war. Doch heute, meine Damen und Herren, soll es nicht um die DDR oder Ostmitteleuropa gehen, sondern um die Sowjetunion und ihre Nachfolgestaaten, insbesondere um Russland, aber ein wenig auch um die Ukraine und das Baltikum. Es stellt sich schließlich die Frage, ganz in Anlehnung an den Titel der Vorlesungsreihe, die Frage, ob dieses Jahr 1989, das in Ostdeutschland und Ostmitteleuropa das Ende des Kommunismus brachte, eine ähnliche Zäsur auch für die Sowjetunion darstellte. Oder erlebte die Sowjetunion 2 Jahre später mit ihrem Zusammenbruch Ende 1991 gewissermaßen ein verspätetes 1989? Und schließlich, wie verhält es sich eigentlich mit der autoritären Entwicklung des heutigen Russland in historischer Perspektive? Was können wir als Historiker darüber sagen? Diese Probleme möchte ich heute hier mit Ihnen erörtern und dann im Anschluss an meinen Vortrag auch gerne mit Ihnen diskutieren. Wie steht es also um das sowjetische 1989? Um es gleich vorwegzunehmen. Ich bin dezidiert der Ansicht, dass die Sowjetunion kein Äquivalent zu einer friedlichen Revolution erlebt hat, wie sie in Polen, der DDR oder der Tschechoslowakei stattfand. Die Perestroika war von Beginn an eine Initiative von oben. Ich habe sie darum auch vor einigen Jahren in einem Aufsatz als Versuch einer, Zitat, oktroyierten Zivilisierung von Politik und Gesellschaft beschrieben. Zu ihrem Ende verlor der Parteistaat etwa seit Mitte 1989, da haben wir unser Epochenjahr wieder, verlor der sowjetische Parteistaat die Kontrolle über diesen Reformprozess. Doch diese Entwicklung mündete in einem Machtkampf zwischen verschiedenen Institutionen und Akteuren des Ancien Regime. Gesellschaft und Öffentlichkeit hingegen blieben, bis auf wenige Ausnahmen, Zuschauer in diesem großen Ringen, das mit dem Ende der UdSSR endete und zumindest in Russland in die Restauration der autoritären Ordnung durch einen, wie ich es nenne, stillen Putsch der sowjetischen Sicherheitsapparate. Allerdings muss ich hier auch eine Einschränkung machen. Das Baltikum, also die früheren Sowjetrepubliken Litauen, Lettland und Estland, durchliefen spätestens seit 1989 einen ähnlichen Prozess gesellschaftlicher Emanzipation von der kommunistischen Diktatur, wie ihn auch Ostmitteleuropa erlebte. Auch wenn es ihnen erst 2 Jahre später gelingen sollte, ihre Unabhängigkeit wiederherzustellen. Doch in den anderen Sowjetrepubliken, insbesondere in Russland, bedeutete das Jahr 1989 keine vergleichbare Erschütterung wie am westlichen Rand des sowjetischen Imperiums. Was müssen wir also rückblickend erklären? Das Paradox in diesem Befund ist, dass der Impuls zur Liberalisierung der kommunistischen Herrschaft dieses Mal vom Zentrum, von Moskau ausging, in Form der Politik des Michail Gorbatschow, dass aber in der UdSSR und im postsowjetischen Raum die Konsequenzen seiner Reformen sich deutlich von der europäischen Entwicklung abheben. Mit Ausnahmen, wie gesagt, im Baltikum und teilweise, das wäre vielleicht zu diskutieren, in der Ukraine. Auf dem Boden der früheren Sowjetunion gab es eben eine wesentlich größere Kontinuität der Eliten und der politischen Praktiken als in Osteuropa. Dies ermöglichte erst jenen stillen Putsch, in dem zahlreiche Liberalisierungen der Perestroika bereits seit den 1990er Jahren wieder rückgängig gemacht wurden. Neben der Restauration des autoritären politischen Systems ist in jüngerer Zeit der Versuch getreten, die seit 1989 verlorene geopolitische Einflusssphäre Moskaus wiederherzustellen. Seit den 2000er Jahren hat Russland die verlorene Macht im postsowjetischen Raum und dann auch in Ostmitteleuropa gezielt wieder aufgebaut. So kam es jüngst etwa, historisch gesehen überraschenderweise, denken Sie an 56 und 68, zu engen Verbindungen Moskaus mit Ungarn und Teilen des politischen Establishments in der Tschechischen Republik.
Das ist die Lage, vor der wir stehen. Doch fangen wir von vorne an. Das heißt in diesem Fall in der späten Brezhnev-Ära. Leonid Iljitsch Brezhnev regierte die Sowjetunion fast 20 Jahre. Mit dem Putsch gegen Nikita Chruschtschow 1964 kam er an die Macht und während dieser langen Periode wurde er zu einem Symbol für die spätsozialistische Ordnung. Sein zunehmender körperlicher Verfall, der gegen Ende der 1970er Jahre dramatisch fortschritt, wurde gemeinsam mit den alternden anderen Politbüromitgliedern zum Ausdruck des Stillstands und des Verfalls der sowjetischen Ordnung. Während der Kommunismus, und das wird häufig vergessen, der Kommunismus weltweit noch auf dem Vormarsch war, gerade im globalen Süden, ging ihm im Mutterland der Revolution doch in den 70er Jahren deutlich die Puste aus. Er wurde zunehmend zu einer Herrschaft jener alten Männer, die sich in ihrem Apparatschik-Sein kaum noch voneinander unterschieden. Entscheidender als das Erscheinungsbild der politischen Klasse war freilich der Verlust des Glaubens an das eigene kommunistische Projekt und die ökonomische Misere, die zunehmend die Legitimität des Regimes untergrub. Längst konnte die sowjetische Wirtschaft und der bescheidene Wohlstand ihrer Bürgerinnen und Bürger nur noch durch den Verkauf von Öl und Gas finanziert werden. Als die Preise für diese Ressourcen seit 1980 zu sinken begannen, verschärfte sich die wirtschaftliche Lage der UdSSR. Zusätzlich hatte die sowjetische Führung Ende 1979, fast genau auf den Tag vor 40 Jahren, sich zum militärischen Eingreifen in Afghanistan entschlossen. Ein Krieg, der nicht nur kostspielig, sondern auch militärisch erfolglos war und zusätzlich Legitimität und Stabilität der Parteiherrschaft unterminierte. Doch Leonid Iljitsch Brezhnevs Tod im November 1982 markierte an sich noch keine Zäsur. Seine beiden moribunden Nachfolger Juri Andropow und Konstantin Tschernenko vermochten nicht, vor ihrem Ableben im Amt des Generalsekretärs neue Impulse zu setzen. Der Wachwechsel kam erst, Sie ahnen es, Sie wissen es, im Frühjahr 1985, nachdem auch Tschernenko nach wenigen Monaten im Amt verstorben war. Der neue Hoffnungsträger am Kreml hieß Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Und zunächst war es weniger seine Politik als seine relative Jugendlichkeit und Fitness, die ihn deutlich von seinen Vorgängern abhob. Ja, über Gorbatschow konnte man an dieser Stelle vieles sagen, aber es ist ja kein Vortrag über Gorbatschow. Geboren im Nordkaukasus, studiert in Moskau, klassischer sowjetischer Aufsteiger, wenn Sie so wollen, Parteikarriere seit der Jugend. Michail Sergejewitsch hat nie etwas anderes getan, als für Partei und Komsomol zu arbeiten. Er hatte keine andere professionelle Erfahrung. Aufstieg in der Provinz, dann Protégé von Juri Andropow. Letztlich ein Mann aus der Provinz ohne weltpolitischen Horizont, der in vieler Hinsicht bis zum Ende auf seine Berater angewiesen blieb. Früh um ihn herum der Reformkonsens, der Konsens, dass es so nicht weitergehen kann, dass man so nicht weiterleben kann, der Versuch, eine eigene Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und es lohnt sich daran zu erinnern, natürlich der Impetus der Reform, die Notwendigkeit in der Systemkonkurrenz weiter zu bestehen, nicht sozusagen die Abwicklung des Kommunismus war 1985 das Ziel von Michail Gorbatschow, sondern seine Modernisierung. Das Gefühl der Rückständigkeit, was wir ja aus der russischen Geschichte auch kennen, wenn wir zurückschauen ins 18. und 19. Jahrhundert, war wieder etwas, was sozusagen die Mannschaft um Gorbatschow ganz stark antrieb. Das Gefühl, man müsse sozusagen diesen Rückstand gegenüber dem Westen nun aufholen, wenn man überhaupt in der Konkurrenz noch bestehen kann. Kein Ende des Kommunismus war aber geplant. Und was im Vergleich insbesondere mit dem China Deng Xiaopings schwerer wiegt, es existierte 1985 kein Masterplan für eine wirtschaftliche und politische Reform in der Sowjetunion. Ja, wenn Sie die Literatur zu China lesen, da ist das anders. Da gibt es sozusagen Vorstellungen unter Deng, wo man in den nächsten Jahrzehnten hin will und welche Schritte man da zu gehen hat. Das finden wir so bei Gorbatschow nicht. Im Gegenteil, unter Gorbatschow werden Experimente und Improvisationen häufig strategische politische Entscheidungen ersetzen. Es fehlte von Beginn an der lange Atem, es fehlten eben auch die konkreten Reformmodelle. Orientierungspunkt, und das ist entscheidend, denke ich, für die Perestroika, Orientierungspunkt war aber immer der Westen und nicht das postmaoistische China, das man ja auch zum Vorbild hätte nehmen können, immerhin beginnen die Reformen dort schon 1979, und das vor ähnlichen Problemen wie die UdSSR stand.
Das ist, so scheint mir im Rückblick, die einzige Grundsatzentscheidung, die Michail Gorbatschow fällt und bis zum Schluss durchhält. Das ist sozusagen der Referenzpunkt seiner Politik, letztendlich Westeuropa, ja, später würde man sagen, die Sozialdemokratie, irgend so etwas ist. Aber keine letztlich Wiederherstellung des stalinistischen Systems und auch kein neu entwickeltes autoritäres Regime wie in China. Wie weit er Richtung Westen zu gehen gedenkt, entschied er jedoch ad hoc. Schon bald stand dann Michail Gorbatschow für einen Paradigmenwechsel in der sowjetischen Politik. Während bisher Reformen und Veränderungen des Herrschaftssystems von der Peripherie, Polen, Ungarn, Tschechoslowakei, ausgingen, änderte sich nun die Politik im Zentrum. Eine Gruppe jüngerer Politiker im ZK-Apparat, zu ihnen gehörten neben Gorbatschow etwa Alexander Jakowlew oder Anatoli Tschernjajew, hatte erkannt, dass die spätsozialistische Normalität in der UdSSR tatsächlich auch als existenzielle Krise gedeutet werden könnte. Das galt insbesondere vor dem Hintergrund der Herausforderung durch die Vereinigten Staaten unter Präsident Ronald Reagan. In Moskau machte man sich die Angst breit, im Kalten Krieg nicht mehr mithalten zu können. Diese mangelnde Konkurrenzfähigkeit bildete, wie gesagt, den Anlass, die sowjetische Reformpolitik zu beginnen. Es handelte sich eben nicht um den Versuch, den Kommunismus abzuschaffen, sondern ihn zu dynamisieren, zu erneuern. Und dieser Aufbruch brachte, wenn man die Quellen von 1985-86 nochmal liest, zunächst auch keine Entideologisierung. Schauen Sie auch in Gorbatschows Buch Perestroika, ein fürchterlicher Ideologieschinken, wenn man das heute nochmal lesen will. Sondern ganz im Gegenteil, eine Rückbesinnung auf die Zeit der russischen Revolution wurde propagiert, auf die Epoche der NEP. Insbesondere die Politik Lenins, seine Flexibilität in ideologischen und Machtfragen sollten für einen Neuanfang der Partei Pate stehen. Die Dynamik der Revolution und der 20er Jahre sollten die bleiernde Epoche Brezhnevs beenden helfen und für einen neuen Aufbruch sorgen. Für die Zeit vor Gorbatschow erfand man nun ein pejoratives Label, was Sie bis heute kennen. Sie hieß nun ganz offiziell die Zeit der Stagnation, des Zastoi auf Russisch. Das Vorgehen Gorbatschows war zu Beginn seiner Amtszeit durchaus konventionell. Der neue Generalsekretär initiierte Mobilisierungskampagnen, insbesondere, und das wird ja an Russland auch gerne bis heute erinnert, gegen die sowjetische Volksdroge Alkohol. Und er begann zugleich, die alten Kader im ZK und in den Republiken durch seine Gefolgsleute zu ersetzen. Das hatten ja alle seine Vorgänger schließlich auch getan. Damit wollte er einerseits verknöcherte Strukturen aufbrechen und die Netzwerke seiner Vorgänger zerstören und andererseits die Partei verjüngen und eben diese Partei zum Motor seiner Reform machen. Im Jahr seines Amtsantritts glaubte Michail Gorbatschow noch an die kommunistische Partei als Avantgarde der sowjetischen Gesellschaft. Er war lediglich der Meinung, dass sie aus dem Dornröschenschlaf der Brezhnev-Ära wachgeküsst werden müsste. Dann würde sie wieder jene Rolle als revolutionärer Antreiber der Gesellschaft einnehmen, die Lenin ihr nach der Revolution bereits zugeschrieben hatte. In den ersten Jahren, auch das wird häufig vergessen, agierte Gorbatschow auch innenpolitisch keineswegs immer geschickt. Das ist eher ein sehr ruckeliger Staat, könnte man sagen, wenn man sich das nochmal genauer anschaut. Dies zeigt sich beispielsweise, ohne jetzt ins Detail zu gehen, 1986 bei der sehr unbeholfenen Reaktion auf die Katastrophe von Tschernobyl. Die eine oder der andere hat es bei Netflix nochmal nachverfolgen können in den letzten Jahren. Außenpolitisch versuchte er früh an die Entspannungspolitik und die Abrüstungsinitiativen der 70er Jahre anzuknüpfen, das mit wesentlich größerem Erfolg, wie Sie wissen. Es brachte ihm auch einen starken Imagegewinn im Westen. Mit Gorbatschow sank schließlich die Angst vor dem Atomkrieg. Die Älteren unter Ihnen oder meine Generation erinnert sich da noch dran. Mit Hilfe der Partei und nicht gegen ihre Institutionen wollte der neue Generalsekretär die sowjetische Gesellschaft von den Fesseln spätsozialistischer Stagnation befreien. Doch Gorbatschow und seine Mannschaft hatten die Rechnung ohne das Gros der sowjetischen Funktionäre gemacht. Diejenigen, die in der sowjetischen Gesellschaft Macht und Privilegien genossen, hatten weder vor, ihre Stellung aufzugeben, noch ihre Vorteile mit anderen zu teilen. Sein Vorgänger Brezhnev hatte erkannt, dass die sogenannte Stabilität der Kader auch dem eigenen Machterhalt diente. Gorbatschow würde bald erfahren, dass die Änderung des Status quo, jede Form von Reform, auf entschiedenen Widerstand treffen konnte. Die KPDSU der 1980er Jahre war eben keine revolutionäre Vorhut der Gesellschaft, sondern,
zumindest in ihren oberen Rängen, eine Vereinigung saturierter Würdenträger, die eifersüchtig darüber wachte, dass nichts und niemand ihre Stellung gefährdeten. Es dauerte 3 Jahre, bis die Reformer um Gorbatschow verstanden, mit wem sie es eigentlich zu tun hatten. Die kleinen und großen Apparatschicks, die anfangs Reforminitiativen eher blockiert oder ignoriert hatten, gingen nun langsam zum offenen Widerstand über. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich der Brief, lancierte Brief natürlich, der Kommunistin Nina Andreeva aus Leningrad, die im März 1988, 1988 noch, Gorbatschows Reform mit Unterstützung aus der Parteiführung scharf angriff und verurteilte. Sie konnte sich der Zustimmung des Apparates und seines Applauses gewiss sein. Dieser erste Angriff auf Gorbatschow fand natürlich statt, als er auf einer Auslandsreise war, brauchte dann ein paar Tage, um sozusagen die Gegenoffensive zu organisieren. Aber wenn man sich sozusagen die Reaktion anschaut auf diesen Angriff, dann ist das sehr vielsagend, auf was für ein positives Echo das im Apparat und in der Presse gestoßen ist. Die Kommunistische Partei, die hinter der Fassade stets aus unterschiedlichen Seilschaften, Zirkeln und Nationalitäten bestand, zerfiel nun auch, der Brief ist das erste prominente Beispiel, zerfiel nun auch in der Öffentlichkeit in verschiedene Lager, die begannen sich zu bekämpfen. Dies musste natürlich nicht unbedingt eine negative Entwicklung sein. Unterschiedliche Politikvorstellungen, Konzepte und Richtungen innerhalb der Kommunistischen Partei kamen so schließlich erstmals an die Oberfläche. Es entstand dadurch auch so etwas wie eine politische Öffentlichkeit, in der die Dinge verhandelt wurden. Die über Jahrzehnte erzwungene Einheit der Partei zerbrach und an ihre Stelle trat recht unvermittelt die Konkurrenz unterschiedlicher Ordnungsentwürfe, eine Konkurrenz, die es seit der Stalinzeit nicht hatte geben dürfen. Dies bedeutete jedoch im Jahr 1988 für Michail Gorbatschow 2 Dinge. Erstens war er nun auch als Generalsekretär nicht mehr unantastbar. Lange hatte er von der Autorität des Amtes profitiert, doch langsam erodierte seine Machtbasis als Parteiführer und er musste sich gewisserweise nach einer neuen Legitimität und Autorität umsehen, nach einer neuen Begründung seiner Stellung. Gorbatschow in den internen Quellen immer gern gelästert über Honecker und Ceausescu als Diktatoren, wobei dann sozusagen unklar bleibt, wer ihn eigentlich demokratisch legitimiert hat, aber sozusagen so weit reicht die eigene Reflexionsfähigkeit dann mitunter auch nicht. Zweitens musste ganz generell mit dem Ausfall der Partei ein neuer Antrieb für die Reformen gesucht werden. Woher sollte nun die Dynamik zur Veränderung kommen, wenn die Partei sich verweigerte? Ja, das ist sozusagen die Lage, die wir haben, direkt vor 1989, im Herbst, im Sommer 1988. Von nun an, und das ist natürlich sozusagen ein weiteres Paradox in der kommunistischen Herrschaft, von nun an arbeitete der Generalsekretär selbst an der Entmachtung und Zerstörung jener Staatspartei, der er offiziell selbst immer noch vorsaß und bis zum Ende seiner Karriere vorsitzen sollte. Dieser Entschluss sollte weitreichende Konsequenzen haben. Und er ist wieder so eine gorbatschowsche Improvisation, kann man hinzufügen. Sicher verstand Gorbatschow nicht, dass eben diese Partei das eiserne Band war, das die Sowjetunion seit 7 Jahrzehnten nun zusammenhielt. Doch 1988 entschloss sich Gorbatschows Mannschaft nicht mehr auf die Partei zu setzen, sondern auf Gesellschaft und Öffentlichkeit. Darauf, dass sie von nun an die Partei vor sich hertreiben würden. Dies war die Geburtsstunde dessen, was man dann Glasnost genannt hat, eine Politik der Offenheit, in der erstmals die Partei selbst, ihre Geschichte, das ist natürlich ein besonders Wunderpunkt im Kommunismus, und auch zunehmend ihre Führung und ihr Führer kritisiert werden durfte. Das bedeutete nach sowjetischen Maßstäben selbstverständlich eine Revolution. Doch, und das müssen wir wieder anmerken, gerade wenn uns der Vergleich mit Ost-Mitteleuropa in dieser Reihe in dieser Vorlesung interessiert. Diese Freiheiten, die nun in der Sowjetunion zum Tragen kamen, diese Freiheiten wurden nicht erkämpft. Sie waren vielmehr Teil einer neuen Herrschaftsstrategie. Diese Freiheiten, meine Damen und Herren, wurden gewährt. Das ist ein Unterschied. In immer schnelleren Schritten betrieb die Führung um Michail Gorbatschow zu Beginn des Jahres 1989, sind wir in unserem Epochenjahr angekommen, den Umbau des politischen Systems in der UdSSR.
Sie lockerte die einst allmächtige Zensur, ließ politische Gefangene frei und begann mit der Privatisierung der Wirtschaft wenigstens zu experimentieren. Mit den Wahlen zum Volksdeputiertenkongress am 26. März 1989, ein erstes Schlüsseldatum, wenn Sie so wollen, stand die UdSSR im Frühjahr dieses Jahres noch an der Spitze der Reformen in den kommunistischen Diktaturen Osteuropas. März 89, Sowjetunion, halbfreie Wahlen, ist noch sozusagen Avantgarde. Und überlegen Sie, wie anders sich die Situation schon im Sommer, im Herbst desselben Jahres darstellen sollte. Denn im Laufe dieses Jahres sollte sie diese Vorreiterrolle natürlich einbüßen. Zugleich entwickelte die von Gorbatschow initiierte Öffnung der Gesellschaft und Schwächung der KPdSU politische Dynamiken, die sich der Steuerung von oben, der oktroyierten Zivilisierung, wie ich das nenne, die sich eben der Steuerung von oben zunehmend entzogen. Dazu gehörte auch die Erosion des sowjetischen Staates an seinen Peripherien. Vom Baltikum bis in den Kaukasus schwand bereits 1989 die Macht der Partei und auch die Autorität des Zentrums. Moskaus Allmacht bröckelte. Insgesamt verschoben sich im Jahr 1989 die Schwerpunkte sowjetischer Politik. Während nach 1945 das Imperium in Osteuropa stets im Fokus gestanden hatte, ja, insbesondere während der Krisen von 53, 56, 68, Solidarność, Kriegsrecht, verlagerte sich nun die Aufmerksamkeit der sowjetischen Führung. Michail Gorbatschow und seine Führungsmannschaft waren nun fast exklusiv an besseren Beziehungen zum Westen interessiert. Die Vereinigten Staaten und auch die Bundesrepublik genossen bald besondere Priorität. Wegen der Verweigerung von Reformen in der DDR, der CSSR, in Rumänien oder Bulgarien wuchs hingegen die politische Distanz zu den Bruderländern. Außerdem verabschiedete sich die sowjetische Führung von der Brezhnev-Doktrin, die ja besagte, dass sozialistische Staaten nur begrenzt souverän seien und die Sowjetunion ihrerseits das Recht besaß, jederzeit, auch gewaltsam und militärisch, in andere Angelegenheiten, in Angelegenheiten ihrer Bruderstaaten, sogenannten, zu intervenieren. Während der halbfreien Wahlen in Polen im Juni 1989 zeigte sich, dass Moskau tatsächlich kein Interesse hatte, politisch oder militärisch in seinem Glacis zu intervenieren. Der Kreml akzeptierte die Niederlage der polnischen Kommunisten. Es öffnete sich damit ein Ermöglichungsraum für Veränderungen, den es so in Europa seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Wenn wir annehmen, dass sich 1989 in der DDR und Ostmitteleuropa die Gesellschaft selbst ermächtigte, sich ihre Freiheit erkämpfte, dann musste es hier subkutan, auch hinter dem eisernen Vorhang, jedenfalls Rudimente gesellschaftlicher Strukturen gegeben haben und auch allgemeingültige Werte und Ziele, auf die sich die oppositionellen Gruppen und ein Gros der Bevölkerung im Jahr 1989 einigen konnten. Hier spielte sicherlich die relative Nähe zum Westen ebenso eine Rolle wie der langjährige Kampf der Dissidenten mit ihrer Menschenrechtsrhetorik in Polen, die Solidarność oder auch die Kirchen. Die Impulse zur Veränderung in Ostmitteleuropa und Ostdeutschland kamen eben aus der Gesellschaft selbst. Außerdem konnte sich die Opposition in Ostmitteleuropa auf gewaltlosen Widerstand und eine Kultur des Verhandelns mit den Regimen einigen. Wie sah es hingegen 1989, vergleichend wiederum in der sowjetischen Gesellschaft, aus? Diese Frage, meine Damen und Herren, war schon zeitgenössisch schwer zu beantworten. Und heute sieht es leider nicht viel besser aus. Wir stehen erst am Anfang einer Gesellschaftsgeschichte des sowjetischen Spätsozialismus oder gar einer Gesellschaftsgeschichte der Perestroika. Das ist in weiten Teilen ein Desiderat für die Geschichtswissenschaft. Gleichwohl gibt es einige zeitgenössische Quellen und Indizien, mit denen ich Sie hier nun konfrontieren möchte. Zunächst einmal galt: Die sowjetische Führung kannte ihre eigene Gesellschaft nicht. Was außerhalb der Machtstrukturen eigentlich geschah, war für sowjetische Funktionäre oft terra incognita. Vermutlich interessierten sie sich auch nicht sonderlich für das Wertesystem und die Anschauungen derjenigen, die sie beherrschten. Wenn überhaupt, dann hatten wahrscheinlich die Genossen des KGB eine gewisse Ahnung, doch ihr Fokus lag in der Regel auf den Dissidenten, die keineswegs ihrerseits repräsentativ für die gesamte Gesellschaft waren. Doch die Perestroika brachte unter der Führung von Juri Levada auch erstmals eine sowjetische Soziologie hervor. Levada und sein Team stellten sich Ende der 1980er Jahre die Frage,
ob es eigentlich den sowjetischen Menschen gäbe, den vielbeschworenen Homo sovieticus. Gab es ihn tatsächlich und wodurch zeichnete er sich aus? Auch das war sozusagen eine offene Forschungsfrage im Jahr 1987, 88. Die Ergebnisse ihrer Forschung, und wenn man genauer hinschaut, sind die Methoden natürlich oder waren ihre Methoden etwas bieder und erinnerten eher an die USA der 1950er Jahre. Aber dennoch denke ich, dass sozusagen Levadas Erkenntnisse generell interessant sind. Wurden 1991 erstmals unter dem Titel Prostoi Sowjetski Chelowjek, der einfache sowjetische Mensch, veröffentlicht und erschienen später auch auf Deutsch unter dem Titel Die Sowjetmenschen bei DTV. So sehr interessierte man sich damals für die sowjetische Gesellschaft, dass es immerhin ein Taschenbuch gab. Es handelte sich um einen der wenigen Versuche, die soziale Welt der UdSSR zu beschreiben und auch zu verstehen. Im Unterschied nämlich zu Polen, wo die antikommunistische Opposition bei den ersten halbfreien Wahlen im Juni 1989 einen überwältigenden Erfolg erzielte, war das Ergebnis der Wahlen zum sogenannten Volksdeputiertenkongress im Frühjahr desselben Jahres in der Sowjetunion wesentlich gemischter gewesen. Die Reformkandidaten erzielten längst nicht überall Erfolge. Sie fielen auch durch an vielen Orten. Zahlreiche mehr oder weniger konservative oder konventionelle Abgeordnete aus dem Partei-Establishment wurden in den Kongress gewählt. Besonders in Moskau und Leningrad wurde die Auswahl der Kandidaten auch streng kontrolliert, auch zu dieser Zeit noch. Sicherlich, einige bedeutende frühere Dissidenten, Andrei Sacharow ist das prominenteste Beispiel, genossen die Aufmerksamkeit der westlichen Öffentlichkeit und machten mit ihrer Kritik an Gorbatschow besonders in den westlichen Medien von sich reden. Doch der progressive Historiker Juri Afanasjew, seinerseits Mitglied des Volksdeputiertenkongresses, brauchte nur wenige Wochen in jedem Kongress, um das Gros der Deputierten als, Zitat Afanasjew, aggressiv gehorsame Mehrheit zu charakterisieren. Inwieweit waren diese Volksvertreter, so könnte man nun fragen, jene aggressiv gehorsame Mehrheit Afanasjews, eigentlich typisch für die sowjetische Bevölkerung? Bereits 1988 hatte der Anthropologe Finn Nielsen in seiner klassischen Studie zu Leningrad erklärt, Zitat, jeder sowjetische Mensch lebt auf seiner eigenen Insel. Und lesen Sie diese Studie, das ist eines der besten Bücher, was es zu Russland gibt in dieser Zeit. Das lag einerseits an dem weit verbreiteten Misstrauen in der Gesellschaft, aber auch daran, dass es neben der Partei nur wenige Möglichkeiten der Teilhabe an der sowjetischen Gesellschaft gab. Diese Erkenntnis teilte auch Levada, der gleich zu Beginn seiner Studie über die sowjetischen Bürgerinnen und Bürger konstatierte, Zitat, außerhalb der Grenzen des institutionalisierten Lebens herrschen Anomie, Einsamkeit und Verzweiflung. Zitat Ende. Er erkannte in der Ambitionslosigkeit ein typisches Merkmal des sowjetischen Menschen. Keine gute Voraussetzung, so würde ich sagen, für revolutionäre Umbrüche. Levada formulierte weiter, und hier deckte sich seine Erkenntnis mit Afanasjews berühmten Urteil über seine Mitbürger. Ich zitiere. Doch etwas anderes erscheint mir noch wesentlicher. Der sozial isolierte Mensch ist schutzlos und er wird leicht aggressiv. Ohne Schutz durch unabhängige Polizei und Justiz sei er, Zitat Levada, ohne soziale Hilfe und Mitleid. Er bleibt in seinem Elend ganz allein, unter anderem auch in der Bedrohung durch die Kriminalität. Zitat Ende. Dies zeigte sich besonders in den Jahren der Perestroika, als die informellen Strukturen und das organisierte Verbrechen in der moribunden Sowjetunion ihre Macht rapide ausbauten. Generell galt, die sowjetische Gesellschaft war eine Misstrauensgesellschaft. Es mangelte an horizontalem Vertrauen, also an Vertrauen der Bürger untereinander, und auch an vertikalem Vertrauen gegenüber der Wlast, wie die Russen sagen, der Macht. Das verbreitete Misstrauen bedingte letztlich einen Zustand der Angst vor der Umwelt, vor den anderen Bürgerinnen und Bürgern. Wenn Jean-Paul Sartre postulierte, l'enfer, c'est les autres, die Hölle, das sind die anderen, dann galt das erst recht in der Sowjetunion. Dabei stellten die sowjetischen Soziologen fest, dass die Angst vor staatlicher Willkür und den Behörden noch ausgeprägter war als die Angst vor den eigenen Mitbürgern. Sie formulierten, Zitat, staatlich organisierte Ängste prägen die Koordinaten der Existenz des sowjetischen Menschen. Der sowjetische Bürger war nicht nur ambitionslos, er fürchtete und er mied das Risiko. Die Wissenschaftler um Levada formulierten vorsichtig, dass die meisten sowjetischen Menschen, Zitat, an einer Steigerung ihrer Aktivität nichts Anziehendes finden können.
Auch das war keine gute Voraussetzung für gesellschaftliches Engagement. Neben diese persönlichen Dispositionen kam der Aufbau eines Parteistaates samt Geheimpolizei, dessen Aufgabe es war, die sozialen Aktivitäten seiner Bürgerinnen und Bürger weitgehend zu ersticken. Zitat: Vom Standpunkt der Staatsmacht aus, stellt Juri Levada fest, gibt es keinerlei autonome Institutionen und Formationen, die nach ihrem eigenen Inhalt, Zweck und Tätigkeitsbereich funktional differenziert sind. Sie existieren nur in dem Maße, in dem sie einen staatlich organisierten und behördlichen Charakter erhalten. Zitat Ende. Die eigentliche Aufgabe sozialer und politischer Tätigkeit in der Sowjetunion war daher, auch in der Perestroika noch zu großen Teilen, lediglich die Reproduktion des Machtsystems. Loyalität und Nichtvertrauen, und ich glaube, das ist wichtig, sozusagen, sich das nochmal vorzustellen, was das mit einer Gesellschaft macht. Loyalität und Nichtvertrauen war der Kitt der sowjetischen Gesellschaft. Und ich würde argumentieren, es ist heute noch der Kitt der russischen Gesellschaft. Es geht um Loyalität, es geht nicht um Vertrauen. Das zeigte sich in diesen Jahren des Umbruchs. Sicher könnte man an dieser Stelle manche Kritik an Levada und seinen Methoden äußern. Ich habe das schon angedeutet. Manches erscheint zeitgebunden, etwas überzogen und schablonenhaft. Wahrscheinlich waren die Verhältnisse in den großen Metropolen anders als auf dem Lande. Man müsste noch mal stärker differenzieren nach den einzelnen Sowjetrepubliken und so weiter. Russlands Schicht prominenter Dissidenten und Künstler von internationalem Format entsprachen keineswegs, und das wissen wir, wenn wir ihre Texte lesen und ihre Kunst bewundern, entsprachen keineswegs dem hier skizzierten Typus des Homo Sovieticus. Doch mit wenigen Ausnahmen, und auch da unterscheidet sich eben die Sowjetunion von Ostmitteleuropa, mit wenigen Ausnahmen gingen die Dissidenten zu dieser Zeit nicht in die Politik. Sie bestimmten nicht die Machtapparate. Gerade dort und selbst in der Politik, so würde ich argumentieren, fanden sich bald viele Vertreter des alten Regimes, die Homo Sovietici, wenn Sie so wollen, wieder. So machten beispielsweise bereits bei diesen ersten Wahlen zum Volksdeputiertenkongress zahlreiche prominente Afghanistan-Veteranen politische Karriere. Sie entsprachen offenbar eher dem Bild politischer Führer, das der Bevölkerung vorschwebte. Aus der historischen Erfahrung von Revolution, Bürgerkrieg, Repression, Terror und Weltkrieg hatten die sowjetischen Bürgerinnen und Bürger gelernt, dass es immer noch schlimmer kommen konnte. Auch mehr als 30 Jahre nach dem Tod Stalins lag sein Schatten noch über der sowjetischen Gesellschaft. Das sollten wir nicht vergessen, wenn wir die Perestroika analysieren. Diese Lähmung, die noch in den 80er Jahren zu spüren war, war ein Erbe der blutigen Epoche von 1905 bis 1953, als Russland ein ganzes halbes Jahrhundert des Schreckens durchlebte. Veränderung war in der Sowjetunion kein positiv besetztes Konzept. Und es fehlte auch ein Ziel, auf das man sich hätte verständigen können. So waren die Repräsentanten der sowjetischen Gesellschaft im Jahre 1989 und auch noch im Jahre 1990 ähnlich ratlos wie ihre Führung. Gorbatschow war in der Minderheit in der eigenen Partei, Sacharow ein Solitär in der sowjetischen Gesellschaft. Der Reformeifer der Führung verebbte. Die Kontrollverluste, die Zerstörung der Partei, der Verlust der Legitimität des kommunistischen Projekts führten zum Ende des Jahres 1989 zu Gorbatschows letzten großen Projekt, dem Erhalt des inneren Imperiums, nachdem Osteuropa in diesem Jahr verloren gegangen war, dem Erhalt der Sowjetunion, notfalls im Unterschied zu Osteuropa auch unter Anwendung von Gewalt. Dies ging nur zusammen mit den Sicherheitsapparaten, dem KGB und der Armee, die auch in der Perestroika, auch das sollten wir nicht vergessen, zu keinem Zeitpunkt reformiert wurden. Es gab nun keinen russischen Havel oder Varwanser, die diesen Trend hätten stoppen können. Die wenigen Dissidenten, die es gab, nutzten ihre Stunde nicht, befanden sich im Exil oder starben zu früh wie Andrei Sacharow. Sacharows Tod am 14. Dezember 1989, auch das ein Datum sozusagen, was ganz nah an unserem heutigen Datum dran ist. Am Ende dieses russischen Jahres 1989 war nicht nur tragisch, weil er sein eigentliches politisches Werk der Aufklärung und Demokratisierung der Gesellschaft gerade erst begonnen hatte, eben in diesem Jahr 1989, als er Volksdeputierter wurde. In der Retrospektive ist sein Tod zu genau diesem Zeitpunkt sicherlich auch von symbolischer Bedeutung, weil auf seiner Beerdigung bereits ein guter Teil der Hoffnung auf ein freieres Russland zu Grabe getragen wurde.
Ohne seine prominente kritische Stimme, ohne seine moralische Autorität würden es die Kräfte der Kontinuität, die autoritäre Renaissance, die Vertreter der alten Machtapparate in den kommenden Jahren viel leichter haben. Dass niemand in der Lage war oder sich auch nur anschickte, in die Fußstapfen eines Andrei Sacharow zu treten, zeigt nochmals, dass er eine Ausnahmeerscheinung war. Für den kurzen Sommer des Jahres 1989 war Sacharow zu einer prominenten, die russische Gesellschaft inspirierenden Persönlichkeit geworden. Sein frühes Ableben sorgte nun dafür, dass sein Wirken in der sowjetischen Politik nur Episode blieb. Die starke Aufmerksamkeit, die Reformer besonders im Westen bekamen, führten zu dieser Zeit zu dem Trugschluss, sie als Repräsentanten größerer gesellschaftlicher Gruppen zu sehen. Tatsächlich standen sie allein. Die Kommunistische Partei wurde zwar zerstört, aber ihr Personal blieb und spielte mit solchen Figuren wie Boris Jelzin nun bald die Hauptrolle. Gorbatschow hatte die sowjetische Gesellschaft freigelegt, aber es war keine Gesellschaft, die in der Lage war, sich selbst zu befreien. Die Bürgerinnen und Bürger hatten gar keinen Begriff davon, was Freiheit bedeutet und wie sie erreicht werden konnte. Die Sehnsucht nach Ordnung war wesentlich größer. Bereits in der Zeit der Perestroika gab es eine starke Sehnsucht nach autoritärer Politik. Das Verlangen nach Autorität und einer starken Hand war eben nicht nur, wie heute häufig behauptet wird, war eben nicht nur eine Reaktion auf den Zusammenbruch des Kommunismus. Es war mindestens ebenso sehr, wenn nicht noch mehr, eine Prägung, die aus den Jahrzehnten der Diktatur resultierte. Für Ende 1990 haben wir Daten, die diesen Befund untermauern. Von September bis Dezember 1990 stellte Levada die Frage, Zitat, sind Sie der Meinung, dass ein starker Führer mehr tun kann für das Land als alle Gesetze oder Debatten? Diese Frage wurde von durchschnittlich 51% der Befragten bejaht. Noch erstaunlicher, mehr als zwei Drittel der Befragten, ganze 69%, das sind ungefähr die Wahlergebnisse, die Putin heute einführt, befürworteten für die Zukunft in Russland oder der Sowjetunion eine, Zitat, strenge Ordnung, was vor dem Hintergrund der sowjetischen Erfahrung dann kaum etwas anderes als eine Rückkehr zu Diktatur und vollkommener Gesetzlosigkeit bedeuten konnte. Kompetenz und Ausbildung gehörten dabei nicht zu den Eigenschaften, die einen autoritären Führer auszeichnen sollten. Nur 11% der Befragten waren im Jahr 1990 der Meinung, dass es einer speziellen Qualifikation für höhere Leitungsaufgaben bedurfte. Bereits vor dem Zusammenbruch des sowjetischen Staates machte sich also ein gewisser allgemeiner Nihilismus breit, der diese autoritären Aussagen hervorbrachte. So glaubten im Sommer 1990 82% der sowjetischen Bürger, dass, Zitat, vieles von dem, woran die Väter noch glaubten, zerstört ist. Und, Zitat, alles zu unbeständig ist, alles Mögliche passieren kann. Es überwog die Skepsis gegenüber der Zukunft, überwog die Skepsis gegenüber der Staatsmacht, es existierte kein Bild von der Zukunft und es herrschte starkes Misstrauen gegenüber einem Reformflügel, der Dinge verändern wollte. Kommen wir langsam zum Schluss. Was ist nun mit dem Jahr 1991? Ich hatte eingehend die Frage gestellt, ob nicht vielleicht sozusagen 91 das sowjetische 1989 gewesen sei. Und sozusagen, ich glaube, damals zeitgenössisch wurde das häufig auch so wahrgenommen, dass man sozusagen mit einer gewissen Verspätung diese Erfahrung von 1989 dann auch in Russland 1991 mit dem Ende des Kommunismus durchgemacht hat. Und die Jahre werden ja häufig auch in der Forschung, in der Literatur noch zusammen genannt, das Ende des Kommunismus. Und dann sehen Sie diesen berühmten Bindestrich 89/91. Aber auch da würde ich widersprechen. Meine These wäre, auch das Jahr 1991 war kein sowjetisches 1989. Sie kennen die Ereignisse dieses Jahres, ähnlich wie 1989, natürlich sehr dramatischen Jahres, dessen Geschichte ich hier nicht vollständig erzählen kann. Der Putsch, Gorbatschow auf der Krim, der Triumph Jelzins auf dem Panzer, das Ende der Partei. Aber was wiederum auffällt, wenn wir mal von Moskau und Leningrad als Zentren absehen, und da gibt es sozusagen so etwas wie gesellschaftliches Engagement gegen die Putschisten mit den Demos, sehen Sie ein Land sozusagen während dieser 3-4 Tage Putsch im Wartezustand.
Und wenn ich mit meinen eigenen russischen Freunden rede, dann weiß ich, dass sie am ersten Putschtag auf die Datscha gefahren sind mit einer Menge Alkohol, weil sie dachten, dass die Putschisten gewinnen. Und sie wollten es da aussitzen. Und dann konnten sie früh genug in die wiederhergestellte Sowjetunion zurückkehren. Ja. Im Nachhinein hat man immer gerne sozusagen diese Putschisten als Dilettanten dargestellt und sozusagen gesagt, das sei von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Zeitgenössisch war das natürlich ganz anders. Und wenn wir eben von Moskau und Leningrad absehen, dann sehen wir eben auch nicht viel gesellschaftliches Engagement für Gorbatschow oder die Perestroika oder Jelzin, sondern wir sehen, dass es die Inkompetenz der Putschenden ist, die natürlich diesen Putsch scheitern lassen. Und insbesondere, das wäre gewisserweise bei der Biografie dieser Leute durchaus erklärungsbedürftig, insbesondere ihre Angst davor, Gewalt anzuwenden. Ja, das ist dann vielleicht doch ein Erbe von 89, das weiß ich nicht. Wenn sie, die Gewaltapparate standen ihnen völlig zur Verfügung, wenn sie Gewalt angewendet hätten, wären sie selbstverständlich, hätten sie viel größere Chancen auf Erfolg gehabt. Doch wenn wir noch einmal mit 1989 in Ostmitteleuropa vergleichen, dann fällt eben ins Auge, wie sehr sich das Ende des Kommunismus in der Sowjetunion und das Ende des Kommunismus in Osteuropa voneinander unterscheiden. Es gab auch im Herbst 1991, als ich das vielleicht angeboten hätte, auch vor dem Hintergrund der sozusagen gerade gemachten historischen Erfahrungen in Polen, Tschechoslowakei, DDR und so weiter, es gab in der Sowjetunion zu keinem Zeitpunkt einen runden Tisch. Es gab keine verhandelte Machtübergabe zwischen den verschiedenen Gruppen und Akteuren, sondern was wir erleben, nachdem er sozusagen von vierwöchigen Trinkgelage wieder in die Hauptstadt zurückkehrt, ist ab Ende September 1991 eigentlich Jelzins Gegenputsch. Wenn Sie das im Detail interessiert, dann lesen Sie die Tagebücher von Anatoli Tschernajew, der das sehr schön beschreibt, sozusagen, wie eines Tages sein Telefon nicht mehr geht und dann wird ihm der Dienstwagen weggenommen und dann die Wohnung sozusagen. Das ist die Art und Weise, wie Gorbatschow und seine Mannschaft aus dem Kreml vertrieben werden. Das ist alles andere als runder Tisch. Das sind ganz knallharte sowjetische Machttechniken, die zwar unterhalb der Stufe der Gewalt bleiben, aber ansonsten sozusagen jede Form der Demütigung und des Machtkampfes beinhalten. Dezember 1991, der Zusammenbruch des Imperiums und wieder kein runder Tisch, sondern ein Hinterzimmerdeal in Białowieża, ein Trinkgelage mit Jelzin und den Führern der Ukraine und Weißrusslands. Die Sekretärin muss sogar noch extra dazugeholt werden. Es fehlt die Schreibmaschine, um den Vertrag zur Auflösung der Sowjetunion aufzusetzen. An Wodka war gedacht worden. Auch dort sozusagen haben wir eine völlig andere Konstellation, als man in Warschau, Prag oder Leipzig oder Ost-Berlin gehabt hat. Hier sind es Apparatschicks, die sich sozusagen zu dritt verbünden gegen Gorbatschow und so diesen Machtkampf für sich entscheiden. Die Bevölkerung und ihr Wille spielt hier nur insofern eine Rolle, dass der eigentliche Grund für ihr Treffen das Referendum in der Ukraine war, Anfang Dezember 1991, in dem sich übrigens auch auf der Krim und im Donbass, daran lohnt es sich heute zu erinnern, die überwiegende Mehrheit der ukrainischen Bürgerinnen und Bürger für die Unabhängigkeit ausgesprochen hatte. Und ohne die Ukraine, das hatte auch Jelzin verstanden, kann man keine Sowjetunion machen. Und das war sozusagen dann auch das Ende der Herrschaft Gorbatschows. Die historische Chance, die sich durchaus im Jahr 1991 bot. Und ich glaube, wenn es überhaupt eine historische Chance gab in Russland, dann war es jener Herbst 1991, wurde nicht genutzt. Die historische Chance beispielsweise im Herbst 1991 den KGB zu zerschlagen, die Akten zu öffnen, eine Lustration durchzuführen. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, in einem kurzen Zeitfenster zwischen August und, sagen wir, vielleicht Januar, Februar des nächsten Jahres noch möglich gewesen wären, wo teilweise auch Historikerinnen und Historiker dann in die Archive des KGB einfach eigenmächtig vordringen. Es kommt aber zu keiner Institutionalisierung im Sinne der Gaukbehörde und so weiter. Und so kommt es dann auch zu einer schnellen Restauration der alten Apparate und der Armee und des Geheimdienstes, die, nachdem nicht konsequent gegen sie vorgegangen wird, ihre Machtpositionen natürlich verteidigen.
Die historische Chance zum Neubeginn wird nur im Baltikum genutzt. Denn hier im Baltikum wissen die Gesellschaften, Unterschied zu Russland und der Ukraine, was sie wollen. Verwestlichung und Souveränität. Ansonsten sehen wir nur Separatismus aus Eigennutz. Es geht eigentlich bei dieser Art von Separatismus selbst in der Ukraine mehr um die Neuverteilung der Macht und um ökonomische Ressourcen, darum, dass man sozusagen Moskau abschütteln kann, als um wirklichen Nationalismus. Nun beginnt die Herrschaft der Skrupellosen, wiederum in den 90er Jahren. Wir halten fest, keine Öffnung der Akten 91, kein Ende der Geheimpolizei. Das sind nach meiner Meinung die wichtigen Resultate dieses Jahres. Aus heutiger Sicht gibt es eben einen großen Unterschied zwischen den Epochenjahren 91 und 89. Kaum Beteiligung der Bevölkerung an den Entscheidungen der Sowjetunion, sondern Putsch und Gegenputsch. Die Republiken verbünden sich gegen das Zentrum. Der Ukraine kommt hierbei eine entscheidende Rolle zu. Gorbatschow verliert schließlich diesen Poker und gibt auf. Man könnte argumentieren, wenn man zum Titel meines Vortrags zurückkehrt, dass der stille Putsch des Apparats, der gewissermaßen 1989 im Volksdeputiertenkongress beginnt, hier an Fahrt gewinnt, ja, insbesondere in Russland, und dann 1993 endgültig bereits siegt. Der Gewalteinsatz am Weißen Haus, als der Machtkampf entschieden wird zwischen Jelzin und dem obersten Sowjet im Weißen Haus, die Panzer auf den Straßen von Moskau, die Bombardierung des Parlaments, das ist ja auch etwas sehr Symbolisches mit Panzern, mitten in der Stadt, ja, etwas, was selbst unter Brezhnev eigentlich nicht vorstellbar war, dass man so eine Gewaltanwendung zulässt. Wieder kein runder Tisch, sondern militärische Lösung. Im Jahr darauf der Einmarsch in Tschetschenien. Da sind nach meiner Meinung schon die Messen, wenn Sie so wollen, gelesen. Da ist sozusagen der Abkehr vom Projekt Perestroika, vom Projekt Zivilisierung ganz klar. Da wird die autoritäre Herrschaft restauriert, nicht unter Putin, unter Jelzin, der auch aus dem Westen ja so unterstützt wurde bei dieser Restauration. Diese autoritäre Wende fußte eben auf den intakten Apparaten, die auch unter Gorbatschow nie reformiert wurden, auf diesen Netzwerken. Aber, und ich glaube, das konnte ich vielleicht mit der Soziologie von Levada ein bisschen zeigen und anderen Einschätzungen, die ich hier zitiert habe, aber sie fußten eben auch auf einem breiten autoritären Konsens in weiten Teilen der Gesellschaft, der dies möglich machte. Und der, wie ich hier ausgeführt habe, aus der sowjetischen Zeit stammt. Auf diesem Konsens bauen dann auch so Figuren auf wie gestern verstorben Juri Luschkow als Bürgermeister von Moskau, der sich auch immer sehr autoritär gebärdet hat, bereits in den 90er Jahren gerne auf die Krim gefahren ist, die damals ja zur Ukraine gehörte, um da Alarm zu schlagen bereits und außerdem die Kampagne gegen Homosexuelle begonnen hat, ausgerechnet in Moskau. Auch das ist keine Erfindung von Putin. Das ist Luschkow Moskau, 1990er Jahre, Krim-Kampagne, Anti-Schwulen-Kampagne. Und sie finden dann sozusagen in der zweiten Hälfte der 90er Jahre an den Schaltstellen der Macht bereits solche Leute wieder wie Jewgeni Primakow. Und das ist natürlich sozusagen ganz alte KGB-Schule. Ja, und wenn man sozusagen solche Leute praktisch mit dem moribunden Jelzin dann in der Machtposition hat, dann wundert man sich nicht darüber, dass 1999 ein gewisser Wladimir Putin ausgesucht wird. Er wurde ja ausgesucht. Es gab ja so eine Art Casting-Show mit mehreren Premierministern davor. Weil man eben genau jemanden wollte, der so war, wie Putin ist. Und Putin ist eben ein Resultat der 1990er Jahre, würde ich immer argumentieren. Er ist nicht sozusagen zunächst eine Figur, die aus sich selbst heraus an die Macht strebt, sondern er ist jemand, der genau sozusagen diese Entscheidung der 1990er Jahre verkörpert. Er entwickelt dann eigentlich sozusagen an der Macht sein eigenes Gewicht und transformiert Russland in ein Laboratorium autoritärer Politik. Das haben wir alle mitbekommen. Er bietet den Menschen zunächst einen neuen Gesellschaftsvertrag an, Wohlstand gegen das Ende politischer Partizipation und pluraler Öffentlichkeit. Das geht auch für die 2000er Jahre gut. Diese Politik endet 2011 in den Protesten in Moskau. Seitdem verspricht Putin nicht mehr Wohlstand, sondern Größe und, das ist wichtig für unser Thema heute Abend, damit kommen wir langsam endgültig zum Schluss, nun verspricht er eben auch die Revision der Ordnung von 1989. Ja?
Das ist Putins, das ist das Projekt des, wenn Sie so wollen, Spätputinismus, in dem wir vielleicht gerade leben, so Gott will. Die Wiederherstellung der imperialen Größe Russlands 2014-15, die Krim, der Donbass, Syrien, das sind sozusagen die neuen Projekte. Darauf fußt jetzt die Legitimität, nicht mehr auf dem Versprechen von Wohlstand. Wir haben das zurück zur Kontrolle der Gesellschaft durch die Geheimpolizei und mittlerweile auch der Wissenschaft. Wir können selber einiges dazu sagen mittlerweile. Die Probleme in der Zusammenarbeit mit den russischen Kolleginnen und Kollegen sind recht groß. Ich hatte gerade eine Kollegin aus meinem Projekt, die jetzt letzte Woche in Petersburg war und sich dort für ein Interview mit einer Kollegin verabredet hat. Und die hat ihr gleich als erstes erzählt, dass sie schon das Interview beim FSB angemeldet hat, bevor sie sie überhaupt getroffen hat, weil sie da kein Risiko mehr eingehen können. Also das ist sozusagen der Stand der Dinge. Repression der Zivilgesellschaft, brauche ich nicht drauf einzugehen. Da könnte man jetzt sagen, da wir bei Brezhnev angekommen sind, full circle. In gewisser Weise ja, würde ich sagen. Die Stagnation ist auch eine Realität unter Putin. Und Sie kennen das vielleicht auch, diese Bilder, wo Putin dann sozusagen Brezhnev-like so im Internet dargestellt wird, sozusagen. Da ist natürlich auch schon in der russischen Gesellschaft ein Running Gag, dass sozusagen Putin der neue Brezhnev ist. Ist ja auch schon ähnlich lange an der Macht. Letzter Gedanke. Putin. Und das ist das Einzige, was ich heute sonst noch über ihn sagen werde. Putin ist für mich ein Beispiel für den Homo Sovieticus, so wie Levada ihn beschreibt. Ja. Und die Hoffnung für Russland liegt nicht zuletzt in einem Generationswechsel, darin, dass irgendwann auch die Generation Putin, die letzte vollständig sowjetisch geprägte Generation, abtreten wird. Ja. Putin hat nichts anderes als die Sowjetunion in seiner Jugend und seinem frühen Erwachsenenleben gekannt. Das ist natürlich bei der jungen Generation in Russland heute anders. Das wird selbstverständlich nicht sämtliche Probleme Russlands lösen, aber ich bin der Meinung, es werden schon bald bessere Bedingungen für einen zivilen Wandel in Russland existieren als zu Zeiten der oktroyierten Zivilisierung des Michail Gorbatschow. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Wow, so viele Anknüpfungspunkte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe 7 Fragen aufgeschrieben, aber ich will die jetzt nicht alle in einer Reihe stellen, sondern erstmal ins Publikum mal so einen Blick werfen. Wer hat sofort eine Frage auf den Lippen? Ja? Gut. Immerhin einer. Professor Sabro sagt, er hat eine Frage. Dann würde ich vorschlagen, geben wir Ihnen den Eisbrecher und dann schauen wir mal, ob das die anderen anregt. Und sonst reihe ich mich ein und wir kommen schon ins Gespräch. Daran habe ich keinen Zweifel. Haben Sie ein Mikro schon? Ja, super. Bitteschön. Ich dachte, wir wollten jetzt erst vom Podium diskutieren, aber wenn gefragt wird, ob man reden kann, ist klar, dann habe ich schon. Also das fand ich nun sehr anregend, aber auch zum Widerspruch anregend. Jan, ist es nicht eigentlich ein ganz traditionelles Narrativ, das du aktualisiert hast, das rückständige russische Volk, dieser passive Gesellschaftskörper, der seit Peter dem Großen sich nicht hochschleudern lässt, und in seiner Rückständigkeit verharrt, die man besingen kann oder bedauern kann. Das ist doch, kein Wort hast du über Nationalismus gesagt. Ist es nicht auch so, dass Russland der Gegenwart sehr starke nationalistische Tendenzen hat und dass die Zustimmungsraten zu Putin ja nicht alleine aus Passivität zu erklären sind, sondern eine ganz aktive Parteinahme auch für dieses Denkmodell darstellen? Dein Narrativ, das von den alten Apparaten und der Restauration her kommt, konfligiert ja mit jenem anderen Narrativ, das ein Zeitalter des Illiberalismus ganz an der Spitze der modernen Entwicklung sieht und das von Putin über Kaczynski bis hin zu Orban geht. Und das wäre doch eine ganz andere Lesart, zu sagen, dass hier nicht die Rückständigkeit sich in ihrer Brezhnev-Ähnlichkeit manifestiert, sondern eine neue Form der
autoritären und nationalistischen Herrschaft, die abgeht vom Projekt des liberalen Westens und seinen Normen, die du ja deinem Vortrag zugrunde gelegt hast, und eine ganz andere Welt, einen ganz anderen Weg in die Zukunft sucht. Und diese Möglichkeit, dass Putin sich auch an der Spitze einer Weltentwicklung sehen kann und das Wort Spätputinismus später in keinem Lexikon auftauchen wird, das hast du nicht mitreflektiert, sondern hast deutlich nur diesen restaurativen Anspruch genannt, während sich die Orbans dieser Welt ja gerade so, und da kann man bis zu den USA schauen, sich an der Spitze einer Bewegung sehen, die wir ansonsten ja eher aus der Defensive erleben, dass der Illiberalismus über den Liberalismus triumphiert. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander, ehrlich gesagt. Ich habe mich bloß, was ich ja versucht habe, im Gros des Vortrags zu erklären, ist, warum 1989 in der Sowjetunion nicht passiert. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass sich die späte sowjetische Gesellschaft, da könnte man jetzt auch noch andere Quellen hinzuziehen, stark unterschieden hat von den Gesellschaften Ost-Mitteleuropas auf verschiedene Art und Weise. Und ich glaube, dass es schon ein Modell ist, was man sozusagen, was ich verteidigen würde, dass man das so erklären kann, dass es dort diese Partizipation gar nicht gab und auch gewisserweise aufgrund der Wertvorstellung der Menschen gar nicht geben konnte. Putin ist eine andere Geschichte sozusagen. Also sagen, diese restaurative Wende der 1990er Jahre fußt dann darauf, dass es kein 1989 gegeben hat, dass eben der KGB nicht aufgelöst wird, dass die alten Apparate fortbestehen. Was dann nach 2000 passiert, das war ja praktisch bei mir im Vortrag nur der Nachklapp, sozusagen. Da wäre ich bei dir. Ich glaube, ich habe es auch gesagt in dem Vortrag, dass ich glaube, dass Russland ein Laboratorium autoritärer Politik ist in den 2000er Jahren. Das ist, glaube ich, der Begriff, den ich benutzt habe. Und das ist genau das, was du, glaube ich, auch meinst, dass dann unter Putin sozusagen neue Dinge ausprobiert werden, neue Formen von Propaganda, neue Formen von Außenpolitik, hybriden Krieg, all diese Geschichten, die wir seit 2010, 11 kennen. Das ist aber eine jüngere Entwicklung sozusagen. Ich glaube, da muss man trennen zwischen dem Argument, was man macht auf der einen Seite, warum erlebt Russland kein 1989? Und zu dem anderen, ist Russland sozusagen, was wir heute sehen, näher an Brezhnev oder ist es in Wirklichkeit die politische Avantgarde? Und da würde ich sagen, sowohl als auch. Die Idee trägt Früchte. Es gibt nämlich schon eine zweite Frage aus dem Publikum, auch hier ganz vorne in der ersten Reihe. Ja, vielen Dank. Das war doch hochspannend. Und es hätte das ausgelöst. Ich habe parallel zu einigen Passagen Ihres Vortrags den Film Leviathan wieder aufgerufen. Er ist ja entsprechend betitelt. Und ich fand das doch so präzise, dass Sie genau das benannt haben, was der Film in seinen Mitteln zeigt. Also, der Rechtsanwalt kommt irgendwohin in den russischen Nordosten als Vertreter des Rechtsstaats, der Bürger, der endlich glaubt, er könne sozusagen also seine Rechtsmöglichkeiten durchsetzen, erfährt, dass der nach Hause fahren kann, ansonsten wird er liquidiert. Weil der örtliche Parteigenosse sagt, nee, pass mal auf, das Grundstück krieg ich, das kannst du nicht behalten. Und es zeigt genau also diesen, ich glaube, in Ihrem Vortrag haben Sie das wunderbar beschrieben, dass das, was man die Rechtlosigkeit, auch die Apathie, in diesem Film weiß ich nicht, ob die Flucht in den Alkohol begonnen wurde oder sie schon vorher also eine bestimmte Voraussetzung war, dass das mit filmischen Mitteln so präzise dargelegt wurde, was Sie mit den Methoden also der Wissenschaftssprache also auch dargelegt haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war keine Frage und ich lasse das einfach mal so stehen. Wer den Film gesehen hat, der weiß, wovon Sie reden. Wer ihn noch nicht gesehen hat, das ist ein toller russischer Spielfilm. Ja. Jetzt hätte ich fast meine erste Frage gestellt, aber es geht weiter. Der Herr im hellblauen Hemd hinten links hat auch noch eine Bemerkung oder Frage. Wir schauen mal. Eine Frage, wunderbar. In dem Vortrag sprachen Sie von der Rückkehr Russlands zur imperialen Größe. Das ist ja für uns auch erkennbar. Aber wie weit folgt ihm denn dabei die russische Gesellschaft? Das kommt ja überhaupt gar nicht rüber, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Ja, mit der Soziologie des heutigen Russlands ist es, glaube ich, so ein bisschen wie mit der Soziologie der Sowjetunion. Ja? Die russische Gesellschaft bleibt, glaube ich, ein Stück weit für uns, aber auch für die Russen selbst
Und ich glaube, das muss man sich als erstes immer klar machen, eine Blackbox. Ja? Sie ist einfach sozialwissenschaftlich, glaube ich, nicht so präzise zu erfassen mit sozialwissenschaftlichen Methoden wie westliche Gesellschaften. Das hat verschiedene Gründe, sozusagen in der Gesellschaft, die einen starken Überwachungsstaat, Überwachungstradition hat. Wenn Sie da angerufen werden und diese Levada-Umfragen beispielsweise, die funktionieren ja alle noch über ganz normales Festnetztelefon. Da muss man erstmal fragen, was für eine Generation kriegt man da überhaupt ran? Ja, wer hat sowas überhaupt noch? Da wird also durchgerufen und dann geht irgendeine Babuschka, sag ich mal, ans Telefon. Und dann wird gefragt, ja, hier ist Levada-Zentrum. Was halten Sie denn von Wladimir Wladimirovich Putin? Macht der einen guten Job? Ja, dann antworten 70-80% oder mittlerweile wieder ein paar weniger der russischen Befragten, ja, den finde ich toll. Irgendwie so, ja? Okay. Was sagt das jetzt sozusagen aus über diese Gesellschaft? Ja? Ich diskutiere das auch immer gerne mit Studierenden. Sozusagen recht wenig, würde ich sagen. Also ich finde es erstaunlich, dass immer noch ziemlich viele Leute, 30-40%, sagen, von dem halte ich eigentlich nichts. Weil man weiß ja gar nicht, wer an der anderen Seite des Telefons, wer da eigentlich anruft. Und wenn Sie überlegen, dass 80-90% der Russen in irgendeinem Verhältnis sozusagen für den Staat arbeiten oder für Staatsfirmen, dann haben Sie ein große Incentive, hier zu antworten, ja, den Putin finde ich gut, einfach nur, um sich sozusagen auch Ärger vom Leib zu halten. Das sozusagen zu dieser Art von Umfrage. Das Zweite, was ich dazu immer sage, ist, ich glaube, dass Politik in Russland, das muss man sich auch klar machen, ganz fundamental anders funktioniert als in westlichen Gesellschaften. Es gibt ja keine Konkurrenz zu Putin. Ja? Es gibt seit 20 Jahren, wenn man sich sozusagen Pierre-W-Kanal, wenn man dieses russische Fernsehen guckt, RTR, gibt es nur Putin auf allen Kanälen. Ja? Und dann gibt es hin und wieder mal irgendwelche Leute, die ihn so ein bisschen sekundieren oder sozusagen am Rande auftauchen. Aber eigentlich ist Putin die Politik, der Staat, Russland, das Land. Und das ist ja sozusagen erst einmal auch schwierig, sich überhaupt davon zu emanzipieren. Ich sage immer zu meinen Studierenden, sie müssen sich das eher so vorstellen wie eine Familie als wie eine Gesellschaft. Ja? Putin ist eigentlich der Pater Familias. Und in der Familie kann man sich den Vater auch nicht aussuchen. Der ist immer schon da, seit der Geburt. Und sozusagen durch diese lange Amtszeit von Putin ist das ja auch für eine ganze Generation von Russen mittlerweile so. Putin ist der immer schon da ist. Er steht sozusagen für die Kontinuität dieses Systems, dieses Landes. Und ich wäre aber vorsichtig sozusagen, wenn man fragt, was bedeutet das für konkrete Politiken oder auch nur für die Beliebtheit von Putin. Mein bester russischer Freund hat mir mal direkt nach der Krim, als die angebliche Beliebtheit am höchsten war, gesagt, pass auf, mit Putin verhält sich so nach meiner Meinung. Und ich glaube, da ist viel dran, obwohl es auch wieder nur eine Teilerklärung ist. Ich will gar nicht bestreiten, dass Putin bei vielen Russen sehr populär ist. Selbstverständlich ist das richtig. Aber der Vanya hat gesagt, pass auf, das funktioniert so mit Putin. Wenn der Putin jetzt 2 Wochen im Fernsehen nicht mehr gezeigt wird und das nächste Mal, wenn er gezeigt wird, da ist er in einem dieser berühmten Käfige, die Sie vielleicht kennen. Und hier, so, da geht keiner auf die Straße, um zu demonstrieren und sagt, wir wollen unseren alten Volodya wieder haben oder so. Ja? Das würden die Leute akzeptieren. Das ist ein weiterer Dieb, der halt, ja, jetzt sind andere dran. Ich glaube, da greift genau diese Anomie, diese sozusagen Perspektivlosigkeit russischer Politik. Ich glaube, dass das stimmt, das Bild, sozusagen im Großen und Ganzen, würde ich sagen, das ist genau das, was passieren wird. Und sozusagen, weil ich auch eine Wette drauf abschließe sogar, ist, dass der nächste russische Führer, wer auch immer das sein wird, der drankommt, wenn Putin irgendwann weg ist, der wird natürlich anfangen damit, dass er über Putin schimpft. Ja, weil das ist, wie russische Führung sich legitimiert. Das können Sie bei den Zaren schon sehen. Die haben immer über ihre Vorgänger geschimpft. Das können Sie bei Khrushchev sehen, sozusagen Geheimrede. Das können Sie bei Gorbatschow über Brezhnev sehen. Das können Sie bei Putin über Jelzin sehen. Und sozusagen, natürlich wird an allem Elend, wenn dann Putin zu Ende ist, Putin auch schuld sein. Da kann man Gift drauf nehmen. Das Problem, was wir hier haben, und da ist wieder die längere Perspektive natürlich interessant, ist, dass es Russland seit der Oktoberrevolution nicht gelungen ist, ein System des Machtwechsels zu etablieren. Ja? Und deswegen haben wir diese große Unsicherheit auch im politischen Establishment in Russland, weil niemand weiß, wie man diesen Machtwechsel organisieren soll. Und es gibt eigentlich nur die Möglichkeiten Putsch oder Tod. Und das ist beides keine besonders... Also Tod im Amt ist sozusagen die Brezhnev-Methode, Putsch ist die Khrushchev, in gewissem Sinne auch Gorbatschow-Methode. Und dazwischen gibt es nichts, weil es sozusagen kein legitimes, auf der Verfassung beruhendes Wahlverfahren gibt,
in dem sozusagen Macht übergeben werden kann. Und deswegen wissen wir am Ende auch wenig, glaube ich, über die Popularität von so jemandem wie Putin oder die Popularität seines Systems. Wir können natürlich Indikatoren ranziehen. Und wenn wir sehen, dass in den letzten Jahren eben die Zahl der Auswanderer wieder massiv gestiegen ist, besonders bei Leuten mit höherer Ausbildung, wenn wir sehen, dass wir in den 90er Jahren, als ich in Russland studiert habe, die Schlangen vor der israelischen Botschaft, obwohl 80-90% der jüdischen Bevölkerung gegangen sind, seit den 90er Jahren. 80-90% haben wir wieder Schlangen vor der israelischen Botschaft von Leuten, die Aliyah machen wollen. Dann sollten wir das auch ernst nehmen, glaube ich. Und vielleicht ernster nehmen als manche Umfrage und manches Wahlergebnis. Das scheint mir doch reichlich gedoktert zu sein. Jede Ihrer Antworten regt zu neuen Fragen an, habe ich den Eindruck. Das also klappt recht gut hier. Direkt wieder in der ersten Reihe. Herr Mählert, müsst gar nicht weit laufen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ein sehr spannender, sehr instruktiver Vortrag und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir sozusagen 89 nicht von einer Revolution sprechen können, sondern dass es vielleicht noch stärker als in der DDR und in anderen Staaten eine Implosion irgendeiner Art ist. Aber wenn wir nicht sozusagen von der Revolution sprechen können, was ist dann die Gegenrevolution? Ich bin noch so ein bisschen darum rumdenken, wie ich sozusagen Ihren Begriff der Gegenrevolution fassen kann. Ist das sozusagen eine Struktur, sozusagen eine Mentalität sogar? Gibt es, oder ist es tatsächlich eine politische Agenda, die sich mit bestimmten Personen auch verknüpfen lässt? Also wenn Sie da sozusagen noch mal ein bisschen ausführen, was Sie unter Gegenrevolution meinen, wäre ich sehr dankbar. Also Gegenrevolution wieder natürlich in dem ganz breiten Rahmen, wenn wir uns 1989 als europäisches Phänomen anschauen. Dann ist sozusagen in Russland sowohl paradoxerweise, das habe ich versucht am Anfang kurz anzudeuten, nach meiner Ansicht der Kern, der die Revolution lostritt, aber dann auch der Kern der Gegenrevolution, wenn Sie so wollen. Und den würde ich tatsächlich schon 89 im Volksdeputiertenkongress ausmachen, weil wenn Sie die Reden da lesen, einiger Deputierter, dieser Afghanistan-Veteranen und so weiter, die dann gegen Sacharow reden, die ihn übrigens beleidigen, auf übelste Art und Weise verleumden. Da ist auch dieser ganze politische Stil, der sich dann in den 90er Jahren Bahn bricht, den finden Sie auch schon im Volksdeputiertenkongress. Das ist auch keine Sache des Postkommunismus oder so. Die werden da eigentlich schon losgelassen, wie die Hunde werden die auf diesen kranken Mann losgelassen, der dann auch nicht umsonst stirbt im Dezember 89 als jemand, der sozusagen auch scharf angegangen worden ist das ganze Jahr. Das wird häufig vergessen. Dann haben wir da sozusagen den Kern, würde ich sagen, einer europäischen Gegenrevolution, einer Gegenrevolution in dem Sinne, dass sie genau für die Werte stehen, der Kontinuität und nicht des Wechsels, nicht die Menschenrechte, sondern die autoritäre Führung sozusagen verteidigen wollen gegen diesen Menschenrechtsimpetus, den wir in Ostmitteleuropa und Ostdeutschland sehen. So ist das sozusagen im Vergleich gemeint, jetzt nicht unbedingt im innerrussischen, weil da sozusagen, also das war jetzt eher auf den Titel der Vorlesung bezogen, weil da sozusagen findet die Revolution ja nicht statt, das habe ich ja auch so argumentiert, genau. Aber die Gegenrevolution geht dann ja auch, Martin Sauber hat es ja gerade gesagt, dann über die Orbans und Kaczynskis ja auch bis nach Ostmitteleuropa wieder rein. Und in vieler Hinsicht ist übrigens auch Belarus ein sehr interessanter Fall. Wenn man sich Belarus in den 90er Jahren anschaut, da hieß es immer, the last dictatorship in Europe. Auch da könnte man das Argument, genau wie Martin Sabo das gemacht hat, umkehren und sagen, Belarus ist eigentlich in den 90er Jahren ein Laboratorium, wo man ausprobiert, was man alles so machen kann mit autoritärer Politik. Die machen mal Referendum, die machen hybride Propaganda so ein bisschen, aber die fangen auch als Erste wieder an, richtig Dissidenten zu verfolgen, auch körperlich zu drangsalieren und so weiter. Viele Sachen, die wir unter Putin in Russland sehen, sehen wir unter Lukaschenko schon ab Mitte der 90er Jahre. Das ist auch interessant sozusagen, da muss man nochmal drüber nachdenken, wie man das transnational am Ende vielleicht ein bisschen erfassen kann, sozusagen wer angefangen hat mit gewissen Praktiken und wie erfolgreich die dann sind, Fake-Parteien gründen, diese vorgespielte Demokratie, das sind alles Sachen, die finden ja nicht nur in Russland statt, die finden teilweise auch in der Ukraine statt, da wehrt sich interessanterweise die Gesellschaft dann dagegen, die finden in Belarus statt. Und was eben erklärungsbedürftig ist, für mich jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, ist, dass sich am Ende dann doch diese postsowjetischen Republiken sehr unterschiedlich entwickeln. Ja? Wenn wir immer davon ausgehen, dass die Sowjetunion doch so uniform war
Und mir die Kollegen sagen, die 1985 oder 75 in Kiew und Moskau waren, Kiew und Moskau war genau gleich, da gab es keinen Unterschied. Kiew war es nicht irgendwie liberaler oder so. Dann ist doch die große Frage zu erklären, warum Kiew heute eigentlich nicht Moskau ist. Hat das nur mit dem Imperium zu tun und mit der imperialen Tradition? Oder sagen, haben wir hier tatsächlich andere Formen von Vergesellschaftung, als wir im Rest der Sowjetunion sind? Und ich glaube, das sind sozusagen offene Forschungsfragen, die uns aber auch gerade erst beginnen umzutreiben, auf die wir auch noch keine allgemeingültigen Antworten haben. Jetzt stelle ich eine Frage. Sie haben gleich zu Beginn Ihres Vortrags, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt betont, der jetzt in der Diskussion bis dato noch gar nicht zur Sprache kam. Nämlich Sie haben gesagt, Gorbatschow hatte im Grunde keine Pläne. Es gab keine durchdachten Reformkonzepte, mit denen man angetreten ist, sondern man hat fast experimentell versucht, Politik zu machen, was ja mit Blick auf die Gesamtsituation, auch wenn man eben über die Sowjetunion hinausschaut, durchaus riskant war. Meine Frage wäre, wie erklären wir uns das? Also warum gab es diese Pläne nicht? Oder warum hat man nicht dann vielleicht nach kurzer Zeit begonnen, welche zu entwickeln, also parallel begleitend? Und hätte es was geändert, Ihrer Meinung nach, wenn es vielleicht von Anfang an mehr Konzept, so will ich es mal nennen, gegeben hätte? Ja, das ist ja der andere Vergleichspunkt, den man aufmachen kann. Also sozusagen heute ging es jetzt ja eigentlich nur um Ost-Mitteleuropa, aber am ZZF versuchen wir jetzt auch in einem Projekt sozusagen diesen russisch-chinesischen Vergleich voranzutreiben, weil China ja eigentlich das auch ist, was uns auch mehr beschäftigen sollte in Europa als autoritäres Modell. Und das Interessante ist, dass Gorbatschow eigentlich auf diesem chinesischen Auge ziemlich blind ist. Der fährt ja erst 89, genau vor Tiananmen, dann das erste Mal nach China. Und auch wenn man die internen Sachen liest, dann ist China kein Referenzpunkt. Das habe ich auch gesagt. Es einen Referenzpunkt für Gorbatschow gibt, an dem er sich immer wieder orientiert. Es ist irgendwie der Westen und sowas Ähnliches wie Skandinavien auch, die Sozialdemokratie. Das hat er irgendwie verstanden, das findet er irgendwie gut. Oder auch die italienischen Kommunisten findet er dann mal zwischendurch ganz, ganz interessant. Und Gramsci und solche, das sind so die Dinge. Aber Deng Xiaoping ist es nicht. Und wenn Sie die Chinesen lesen sozusagen oder die Literatur darüber, ich kann ja kein Chinesisch, dann sehen Sie, dass da tatsächlich eben die Herangehensweise eine völlig andere ist. Die ist sehr diszipliniert, die wissen genau, was sie machen wollen, zuerst in der Wirtschaft anfangen, auf keinen Fall die politische Macht angeben, die Partei nicht auf keinen Fall in Frage stellen sozusagen. Deswegen findet Tiananmen ja auch so statt, wie es stattfindet. Ja? Und das ist bei Gorbatschow einfach nicht der Fall, woran das dann liegt. Natürlich gab es in der Sowjetunion auch Thinktanks, aber es gab ja auch viele Denkverbote, die werden dann erst unter Gorbatschow gelockert. Niemand hat eigentlich so einen Reformplan in der Schublade. Es gibt lange sozusagen natürlich auch die Angst, wenn man zu schnell reformiert, dass das außer Kontrolle gerät. Auf der anderen Seite merkt man, wenn man zu wenig macht, dann passiert gar nichts. Und ich glaube sozusagen, aus diesem Dilemma entstehen dann diese improvisierten Reformen. Und auch daraus, dass mal das gemacht wird, was der Berater sagt und mal verlässt man sich auf jemand anders. Und so kommt es tatsächlich zu einer sehr ungeplanten Politik in diesen Jahren 85 bis 88, 89. Und 89 stellt man dann eigentlich erst fest sozusagen, jetzt haben wir auch an ein paar Rädern gedreht, was wir nicht so schnell wieder zurückdrehen können. Und wissen aber eigentlich gar nicht, was für ein Spiel wir hier noch spielen. Weil sozusagen sowohl Gorbatschow als auch seine Berater sind alles keine Leute, die wirklich Politik machen wollen, wo es auch Konkurrenz gibt, wo man sich in Wahlen durchsetzen muss. Die wollen auch eigentlich nicht mit einer freien Öffentlichkeit zu tun haben. Das findet auch Gorbatschow ziemlich unverschämt, wie er da teilweise angegangen wird und so. Die haben überhaupt keine Erfahrung mit dieser Art von Politikmodell. Und das zeigt sich dann auch in einer gewissen Unbeholfenheit. Also sozusagen, man kann die alten Regeln abschaffen, aber wenn man keine neuen einführt, dann fällt einem das ziemlich schnell auf die Füße. Und das ist, glaube ich, genau das, was so ab dem Jahr 89 in der Sowjetunion geschieht. Ja, wunderbar. Wenn man nur Führer sein will, muss man natürlich Charisma haben, aber man braucht vor allen Dingen Mythen. Nun weiß man von Tito, dass sein Mythos dann eben 10 Jahre vorher mit seinem Tod nicht mehr ausgereicht hat. Der Mythos Jugoslawiens war dreifach, der antifaschistische Kampf, die Befreiung etc. etc. Die erste Frage, inwieweit sind denn sozusagen die Mythen des großen Vaterländischen Krieges aufgrund des 10-jährigen Krieges in Afghanistan verschlissen? Zweitens,
Hat denn Gorbatschow überhaupt einen Mythos irgendwie kreieren können, sodass er also in diesem Sinne eine charismatische Figur hätte werden können? Welcher Mythos hätte dann in welcher, ich sag's mal so, in welcher Tüte denn irgendwie also noch herumschlummern können, sodass man also ein Kaninchen herauszieht? Und drittens, ist der Mythos nicht eigentlich viel schrecklicher, dass der KGB und die lange, lange, lange Unterdrückungserfahrung eigentlich obsiegt hat? Naja, ich bin da nur kurz drauf eingegangen. Ich glaube, am Anfang versucht er das schon sozusagen. Am Anfang soll der Mythos sein, 85, 86, wir kehren zurück zu Lenin und zur NEP. Das ist, ja, jeder Mythos ist ja inhaltlicher Unsinn, das wissen wir sozusagen. Das ist aber sozusagen eigentlich das, wie man in dieser Parteimythologie oder Ideologie, je nachdem, wie Sie das nennen wollen, diese neue Phase zu begründen gedenkt. Das muss dann aufgegeben werden, als man sich, wie ich dargestellt habe, 88 gegen die Partei wendet. Und dann ist ja sozusagen der neue Mythos nicht, aber die neue Herrschaftsstrategie, wir sind die größten Mythenkiller. Das ist ja nichts anderes als was Glasnost ist. Glasnost ist sozusagen, da wird ein Mythos nach dem anderen abgeräumt. Der Mythos von der siegreichen Armee, der Mythos von der glorreichen Partei, der Mythos Lenin, der Mythos Stalin sozusagen. Da fällt ja eins nach dem anderen. Und es hinterlässt natürlich aber auch eine Gesellschaft, und das zeigt sich dann ja auch noch unter Jelzin hinterher, in einer gewissen Orientierungslosigkeit, weil tatsächlich kaum etwas Neues an diese Stelle treten kann. Bei Jelzin ist das eine Zeit lang sozusagen die Idee, dass man sowas wie westliche Demokratie und Marktwirtschaft jetzt ganz schnell einführt mit diesem berühmten 300-Tage-Plan. Und in 300 Tagen ist dann alles gut, das ist für uns wie im Westen. Das ist klar, dass das nicht funktionieren kann. Und so kehrt man dann ja auch sozusagen peu à peu im Rahmen dessen, was sich dann so plakativ Gegenrevolution genannt hat, zu vielen der alten Mythen ja auch zurück. Ne? Also am prominentesten eben zum großen Vaterländischen Krieg natürlich, übrigens auch schon unter Jelzin, der 95 als erster wieder die große Militärparade macht, die Gorbatschow abgeschafft hatte, 89. Nicht Putin auch wieder, sondern auch da findet die Restauration, die Rückkehr zu der sowjetischen Tradition bereits früher statt. Und ja, unter Putin gewinnt das dann an Fahrt. Das brauche ich hier, glaube ich, nicht auszuführen sozusagen. Wobei das natürlich sehr eklektizistisch dann auch ist teilweise. Also sozusagen, es werden ja eben auch viele Sachen dann in den 90er Jahren oder bis heute reanimiert, die eigentlich aus der Zarenzeit stammen und wo dann der kleinste gemeinsame Nenner einfach die Größe Russlands oder die Imperialität des und Stärke des russischen Staates ist. Und in dem Fall ist es dann relativ egal sozusagen, in welcher Epoche das stattgefunden hat. Neulich ist ja auch ein Denkmal zum Beispiel für Ivan den Schrecklichen aufgestellt worden oder für Wladimir den Heiligen, der Russland getauft hat, angeblich auf der Krim, wie jetzt auch rausgefunden wurde und so weiter. Also da sind der Mythenbildung natürlich sozusagen im postsowjetischen Raum dann gar keine Grenzen mehr gesetzt. Aber ja, das ist sozusagen ein Prozess der fortschreitenden Remythisierung, die man dann sozusagen ab Mitte der 90er Jahre, denke ich, nach dieser Destruktion der Gorbatschow-Jahre beobachten kann tatsächlich. Ja, das ist natürlich ähnlich schwierig. Ne? Also ich glaube sozusagen, es gibt schon generell eine große Resonanz für diese Feiern zum Jahrestag des Sieges. Ja, das ist einfach auch natürlich die größte Leistung des russischen Staates im 20. Jahrhundert, dieser Sieg von 1945. Es ist natürlich aber auch zunehmend eine Gesellschaft, würde ich sagen, der ein Bild von der Zukunft, von ihrer eigenen Zukunft fehlt, die eher von den Bildern lebt, aus ihrer glorreichen Vergangenheit. Und ich glaube, das ist für jede Gesellschaft eine sehr schwierige Situation. Sie haben ja gerade die Jelzin-Zeit nochmal stark gemacht, angesprochen und haben im Vortrag auch auf im Grunde die westliche Unterstützung dieser überhaupt Möglichkeit zur Rückkehr auch zum Autoritären beschrieben. Meine Frage wäre, wenn wir uns jetzt heute anschauen, wie wir uns in Europa oder wie die westliche Welt sich gegenüber Russland verhält, schaut man da Ihrer Meinung nach zu wenig auch auf eigene Fehler, die vielleicht in der Politik gegenüber Russland auch schon lange vor Putin gemacht wurden? Beziehungsweise hat man Anteil auch an der Entwicklung ein Stück weit, die wir jetzt heute ja vermehrt und immer wieder so stark in der Kritik sehen?
Na, heute muss man sich ja erstmal gegen den Mythos wehren, dass der Westen die Sowjetunion kaputt gemacht hat. Das ist ja sozusagen eine Sache, die aus der mehr oder weniger staatlichen Propaganda in Russland immer wieder jetzt in die Welt gesetzt wird. Das ist natürlich nicht richtig. Ne? Jeder, der das mal sich anschauen möchte, der möge die berühmte Chicken Kiev, wie sie dann genannt wurde, Rede von George Bush dem Älteren vom Sommer 91 in Kiew gehalten, daher Chicken Kiev, nochmal lesen, wo er sozusagen sehr ausgiebig vor der Auflösung der Sowjetunion mahnt und den Ukrainern in die Leviten liest und sagt, also ihr dürft alles machen und werdet auch von uns unterstützt an den Vereinigten Staaten, aber nicht die Auflösung der Sowjetunion, das kommt nicht in Frage, das ist sozusagen keine Option, die für euch auf dem Tisch liegt hier. Und ein halbes Jahr später war sie bekanntlich weg, die Sowjetunion, aber aus Gründen, die eben George Bush, der Ältere, nicht zu vertreten hatte. Generell glaube ich, dass man den Einfluss des Westens auf Russland immer überschätzt. Ja? Wir glauben, dass unsere Ostpolitik irgendwie schon unter Brand die Russen wahnsinnig beeindruckt hat. Wenn man die Politbüro-Protokolle, die internen Diskussionen anguckt, nicht wirklich. Ne? Wir glauben, dass wir hätten sozusagen irgendwie in den 90er Jahren vielleicht in Russland die Demokratie retten können. Glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ne? Das heißt nicht, dass alles richtig ist, was der Westen gemacht hat sozusagen in Bezug auf Russland. Man hätte schon auch mehr so etwas Ähnliches wie einen Marshallplan vielleicht machen können. Daran bestand leider auch von amerikanischer Seite kein Interesse, weil die USA 91, 92 in die Rezession gehen und Bush abgewählt wird. Clinton ist ein innenpolitischer Sieg, der hat kein Interesse an dieser kalten Kriegsgeschichte mehr, an diesem Sieg im Kalten Krieg, weil das sozusagen Bush großer Triumph war. Und Clinton, it's the economy, stupid, aber it's the American economy, not the Russian economy. Und da haben wir sozusagen einen Bruch, ganz klar, das mag man bedauern, aber generell sage ich immer, Russland entscheidet sein Schicksal selbst. Das wird nicht hier entschieden, es wird auch nicht in Washington entschieden, schon gar nicht in Berlin. Insofern sozusagen gilt es eher, glaube ich, sozusagen Russland zu verstehen, wer sind die verschiedenen Akteure, was sind die verschiedenen Interessen. Aber zu glauben, dass man da vom Westen her groß Einfluss drauf nehmen kann, ist, glaube ich, eine Illusion zu jeder Zeit gewesen. Das hatte ich doch gehofft, dass das jetzt noch mal zu Fragen anregt, hier vorne. Ja, ich habe eine Frage, also zum Imperium. Sie haben ja gesprochen von der Ukraine, die ja wahrscheinlich auch eine Sonderrolle hat. Ich glaube, die war ja zur Zeit des Zerfalls ja, lagen die meisten Atomwaffen in der Ukraine. Wir haben die baltischen Staaten, die ja auch sozusagen diese Westorientierung hatten, aber die Sowjetunion bestand ja noch aus einer Menge anderer Teilrepubliken, also insbesondere jetzt die asiatischen Teilrepubliken, Aserbaidschan, Kasachstan und so weiter, die auch sehr rohstoffreich waren. Da wollte ich Sie mal fragen, dass Sie vielleicht da noch ein paar Worte dazu verlieren. Auch, ich erinnere mich so dunkel an, auch an Georgien, Eduard Shevardnadze, da gab es ja dann auch irgendwelche Auseinandersetzungen, glaube in den 90er Jahren. Das würde mich nochmal interessieren, inwieweit also praktisch auf diese sozusagen mehr Richtung Asien orientierten ehemaligen Sowjetrepubliken sich sozusagen die ganze Entwicklung ausgewirkt hat. Das ist sozusagen teilweise auch noch eine offene Forschungsfrage. Wir wissen zum Beispiel recht wenig darüber, was eigentlich während der Perestroika in Kasachstan passiert. Ja? Weil wir diese Konzentration auf Moskau, Leningrad haben. Wir wissen, was da passiert, aber wie wirkt sich eigentlich Gorbatschow in Tadschikistan aus? Oder Frage umdrehen, wirkt er sich überhaupt aus, sozusagen? Ich glaube, da sind wir mehr oder weniger noch am Anfang, uns das auch alles anzuschauen. Generell kann man natürlich sagen, dass wir ganz unterschiedliche Entwicklungen haben in den verschiedenen Sowjetrepubliken. Wir haben eben das Baltikum mit dieser europäischen Entwicklung und dann Beitritt zu NATO und Europäischer Union. Wenn man so will, sind das ja so die Vorzeigeländer, jedenfalls aus westlicher Sicht. Wir haben diese hybride Entwicklung in Russland und in der Ukraine, wo es sozusagen westliche Modelle gibt, aber dann auch sehr starke Kontinuitäten. Wobei man auch da eben wieder differenzieren muss. Ne? Mich werde mal gefragt, auch sagen Sie doch mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Russland und der Ukraine? Ist das nicht eigentlich dasselbe? Ne? Da ist Korruption, da gibt es irgendwie so Oligarchen, da werden manche politischen Auseinandersetzungen mit Gewalt gelöst, da gibt es viel sowjetische Strukturen, die es noch gibt. Sondern eine Sache, man immer sagen kann, die in der Ukraine seit den 90er Jahren anders gelaufen ist als in Russland,
ist, dass in der Ukraine man bei Präsidentschaftswahlen schon 1994 bei den ersten Wahlen nie gewusst hat, wer gewinnt. Ja? In Russland haben wir immer gewusst, wer gewinnt. Ja? In Russland gibt es keine freien Wahlen, wo sozusagen auch diese Jelzin-Wahl, das wissen wir ja heute relativ gut, das war natürlich alles ein abgekatertes Spiel. Es ist sozusagen, besteht kein Interesse daran, frei zu wählen. Und wenn Sie dann sozusagen in den Südkaukasus gehen, Nordkaukasus ja Russland, dann haben Sie natürlich Krieg und Bürgerkrieg am Ende der Sowjetunion von Georgien über Aserbaidschan bis Armenien. Wenn Sie nach Zentralasien gehen, haben Sie natürlich noch krassere autoritäre Strukturen als in Russland selbst. Ich meine, das beste Beispiel ist eben nur Sultan Nazarbayev, der heutige Staatschef und irgendwie auch groß geliebte Führer oder sowas ähnliches Kasachstans. Der wurde ja als Parteichef von Gorbatschow 1986 eingesetzt und ist seitdem in Kasachstan an der Macht. Und mittlerweile ja auch als Präsident auf Lebenszeit und so weiter. Mittlerweile ist die Hauptstadt nach ihm benannt. Hauptstadt heißt nur Sultan, also nach dem Vornamen. Also das ist sozusagen dann autoritäre, ja, kann man schon gar nicht mehr Kontinuität nennen, sondern Gegenrevolution sozusagen zum Quadrat mit leicht stalinistischem Einschlag, aber auch teilweise auch recht erfolgreicher autoritärer Entwicklung der Wirtschaft. Also den Leuten in Kasachstan geht es ja besser als zu sowjetischen Zeiten sozusagen. Es gibt natürlich so eine Art Modernisierungsdiktatur da auch, wenn Sie so wollen. Das ist dann wieder anders in Turkmenistan, da haben Sie dann nur noch absurde Diktatur. Aber sozusagen, es sind 15 unterschiedliche Fälle, die man auch ernst nehmen sollte, wo man natürlich jedes Land für sich anschauen muss und wo jedes Land für sich auch seine eigenen Entscheidungen getroffen hat und seinen eigenen Weg gegangen ist. Und je länger die Sowjetunion zurück ist, umso mehr sehen wir das, denke ich. Ah, jetzt, das ist es, ne? Jetzt ist Viertel vor und jetzt gehen ja, die Hände jetzt hoch. Jetzt gehen wir nochmal in die Bütt. Es gibt immer wieder im Fernsehen so ein Bild mit Wladimir Putin und man nennt sie im Fernsehen so höflich Oligarchen, ich nenne sie Räuberbarone. Also die alten und neuen Stützen der Gesellschaften kommen zusammen, die Räuberbarone und der Geheimdienst. Können Sie oder haben Sie Kenntnis, wie dieser Konflikt zustande kam und vor allen Dingen, wie er in dem Fall bis auf Chodorkowski unblutig, sprich ohne Liquidation, vielleicht ein Giftattentat noch dazu, aber eigentlich unblutig ausgegangen ist. Denn Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es in Russland keine richtige Tradition, also der Machtübergabe gibt. Entweder ist es Tod oder Putsch. Und das war ein Machtkampf. Ja, es gibt ja verschiedene Formen der Oligarchie. Sagen Russland in den 90er Jahren sieht ja, ist ja eine Oligarchie, oder wenn man diesen Begriff jetzt, das wäre auch zu problematisieren, aber lassen wir das jetzt mal, in denen die Oligarchen sozusagen das politische Spiel mitspielen dürfen. Und das verbietet ihnen Putin sozusagen gleich von Anfang an. Der sagt sozusagen, ihr dürft euer Eigentum behalten, aber ihr dürft keine Politik mehr machen. Da sozusagen unterscheidet sich dann auch Russland seit Putin beispielsweise von der Ukraine. Ne? Also in der Ukraine sozusagen gibt es ja so eine Art Oligarchenpluralismus. Das heißt sozusagen, der Pluralismus in der Ukraine beruht zu guten Teilen nicht unbedingt darauf, dass die einen Leute mehr rechts oder links oder Sozialisten oder Konservative oder sonst was sind, sondern besteht ja darauf, dass Oligarchen unterschiedliche Parteien in der Rada finanzieren, machen wir uns nichts vor, und diese Parteien dann für ihre Interessen einsetzen. Aber da diese Oligarchen sich nicht einigen können darauf, wer eigentlich der oberste Chef sein soll und sozusagen um die Macht im Staate ständig kämpfen und konkurrieren, entsteht am Ende sozusagen als Fallout von dieser Oligarchie so eine Art Pluralismus, der dann wieder Möglichkeiten auch für Bürger öffnet und der dann sozusagen auch in einem ganz anderen Staat resultiert als der Staat Putins, wo es diese Machtkämpfe nicht mehr gibt. So, auch bei Oligarchien, glaube ich, lohnt es sich eben sehr genau hinzugucken, was bedeutet das eigentlich? Worauf nehmen diese Leute Einfluss? Was ist ihre wirtschaftliche Macht? Was ist ihre politische Macht? Haben sie Zugang zum Machthaber oder sind sie der Machthaber? So, im Schmidtschen Sinne, wenn sie so wollen. Das kann alles sehr unterschiedlich geregelt werden in diesen verschiedenen Staaten und hat dann auch recht gravierende, würde ich sagen, politische Konsequenzen. Ich schaue noch einmal da hinten in die Ecke. Die letzte Frage aus dem Publikum. Weiß ich nicht, vielleicht eine etwas provokative Frage. Aber wenn Sie sagen, dass in dem zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, also
die putinische Politik in der Rückkehr zum Imperium besteht. Wie weit ist er denn aus der Sicht des Jahres 2019 da gekommen? Also wenn man sich anschaut, den sowjetischen Machtbereich 1989. Und wir haben, das sind Völkerrechtsbrüche, das bestreite ich nicht. Wenn man sich die Politik in Syrien ist absolut zynisch. Das in Syrien anschaut, die Krim und die Ostukraine, das sind, also wenn man es vergleicht mit dem Verlust des Imperiums 89-91, sind das doch sehr bescheidene Geländegewinne. Das hätte man 2015-16 hätte man sich das vielleicht nicht getraut zu sagen, weil man nicht weiß, was wäre auf die Krim gefolgt in den nächsten 1-2 Jahren. Aber ich finde, aus der heutigen Sicht, und hat denn Russland überhaupt die ökonomischen Ressourcen für eine ernsthafte Politik der Rückkehr zum Imperium? Also je nach Rubel-Wechselkurs heißt es dann, die Wirtschaft ist so groß wie die von Italien oder von Kanada oder die von Spanien. Also mir scheinen das doch recht bescheidene Gewinne zu sein, wenn man es vergleicht mit dem, wie groß das Imperium 1989 war. Ja, ich würde sagen, da hilft natürlich der Blick in die Geschichte als Historiker sozusagen. Und ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, dass natürlich der Sieg von 1945 ein außerordentlicher Sieg war für Russland. Ja. Er war noch ein viel größerer Sieg als 1812-15. Ja, und man hat das lange als die Normalität gesehen, dass sozusagen die Russen in Berlin stehen. Aber schon 1815 war man sich ganz sicher, dass man eigentlich die Russen weder in Berlin noch in Paris jemals wiedersehen wollte. Lesen Sie mal die Akten vom Wiener Kongress. Man muss dieses Imperium, glaube ich, dann in der Longue Durée sehen. Und da muss man, würde ich sagen, sozusagen, da ist das stalinische Imperium natürlich eine unglaubliche Westausdehnung Russlands, die auch so auf die Dauer wahrscheinlich nie zu halten gewesen wäre, ganz egal unter welchem Regime. Nichtsdestotrotz, sozusagen, wenn man sozusagen unsere Vorlesungsreihe sich anschaut, dann ist natürlich richtig, dass Russland 1945 den Krieg gewonnen hat und 1989 den Frieden verloren. Ja? Es gab keine Friedensordnung 1989 für Osteuropa, in der Russland noch irgendeine Rolle gespielt hätte. Sie haben den Frieden komplett verloren, 1989-91. Und sicher, wenn man dann so argumentiert wie Sie, dann kann man natürlich sagen, also ja, die Krim und so, das ist alles Kleinkram im Vergleich zu dem Imperium Stalins von 1945. Nun war das ja natürlich aber auch ein sehr außerordentliches Imperium. Das wäre meine Antwort darauf sozusagen. Und in gewisser Weise, schon seit 1956 befindet man sich ja im Imperial Overstretch und will das nur nicht richtig zugeben sozusagen. Ab dann hat man ja schon eine Krise nach der anderen in Osteuropa, die man gerade eben noch so wieder immer wieder bewältigt oder so. Aber das ist ja ein Imperium wirklich, was auf sehr tönernen Füßen steht, bereits nach dem Tod Stalins. Und selbstverständlich hat Russland heute nicht mehr die Ressourcen, um so ein Imperium wiederherzustellen. Andererseits kann man ganz beeindruckt sein, wenn man sieht, was Russland für Einfluss gewonnen hat in verschiedenen auch demokratisch verfassten Staaten, von den Vereinigten Staaten bis Deutschland, wenn man an Nord Stream denkt, bis Tschechien, wo sie mehr oder weniger den Präsidenten Seemann durchgesetzt haben, gegen Schwarzenberg, bis Orban, dem sie immer Atomkraftwerke verkaufen, bis Erdogan. Das sind natürlich mehr so informelle imperiale Strukturen, die man jetzt nicht mit dem Sowjetimperium und dem Warschauer Pakt vergleichen kann. Aber ich glaube sozusagen, die Art und Weise, wie imperialer Einfluss generiert wird, die muss ja auch nicht im 21. Jahrhundert so sein wie im 20. Jahrhundert. Ja? Die kann sich ja auch wandeln. Und ich glaube, diesen Wandel erleben wir auch gerade. Ich denke, wir haben nicht nur einen hochinteressanten Vortrag und eine sehr ergiebige anschließende Diskussion gehört, sondern auch eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten bekommen zum Weiterdenken. Auch die jungen Leute, die sich jetzt nicht so zu Wort gemeldet haben im Publikum, haben, glaube ich, ein Plädoyer gehört, auch für die Beschäftigung mit diesen Themen, auch mit zum Beispiel der russischen Gesellschaft. Sie haben ganz viele Forschungsdesiderate und das noch weit über Russland hinaus angesprochen. Dafür erst einmal jetzt an dieser Stelle herzlichen Dank. Jetzt dürfen Sie auch noch mal, genau. Und mein Dank
gilt Ihnen, Frau Reuschenbach, für die schöne Moderation des Abends. Dir selbstverständlich für deinen wunderbaren Vortrag, für Ihr Kommen. Das war die 7. Veranstaltung dieser Reihe, die veranstaltet wird. Das muss hier auch einmal komplett ausgesprochen werden vom Lehrstuhl für neueste Zeitgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin, der Stiftung Berliner Mauer, dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Die Bundesstiftung ist in Anführungszeichen nur Kooperationspartner und wir haben auch etwas Geld mit dazugegeben. Und wenn Sie praktisch in vorweihnachtlicher Stimmung am 18. Dezember in die Stiftung Berliner Mauer kommen, dann haben Sie ein wunderbares Podiumsgespräch mit dem programmatischen Titel Das Ende des Staatssozialismus und die neue Unübersichtlichkeit internationaler Ökonomie. Das ist eine Begrifflichkeit, die kann man bis heute sich als fortgesetzt vorstellen. Und dann gibt es erstaunlicherweise eine Pause. Also so dicht wie das Programm ist, hätte man erwarten können, dass wir uns auch zum 25. Dezember dann hier treffen. Und es geht weiter am 8. Januar in der Humboldt-Universität mit Jens Giesecke zur ostdeutschen Volksmeinung, wie demokratisch war die DDR-Bevölkerung. Ein spannender Auftakt ins neue Jahr und ich hoffe doch sehr, dass wir Sie alle an den unterschiedlichen Standorten zu der für das große Teil des Publikums ungewöhnlichen Uhrzeit um 18.15 Uhr jeweils wiedersehen und wünsche einen guten Nachhauseweg, eine noch schöne Adventszeit und wenn wir uns nicht sehen, schöne Weihnachten und ein gutes Jahr 2020. Das finde ich ist immer eigentlich so schade.